Wir sind heute zu Gast bei einem der erfolgreichsten Heiler unserer Zeit und einigen seiner bisherigen Klienten, die den Mut hatten, vor einer Kamera zu sprechen. Hier auf der Schweizer Seite des Bodenseeufers lebt Geistheiler Sananda, der schon vielen Zehntausenden Menschen und auch Tieren nachweisbar durch seine energetischen Behandlungen erfolgreich und vor allem auch nachhaltig helfen konnte. Nicht umsonst wird er angegriffen und verleumdet wie kein Zweiter. Von jeher wurden Menschen wie er mit außergewöhnlichen Heilerfähigkeiten von bestimmten Gruppierungen hier auf der Erde verfolgt und bekämpft. Die herrschenden Eliten möchten die absolute Macht und Kontrolle über die Menschheit, und das stört so eine Lichtgestalt wie Sananda eben. Außerdem verdient das System Geld mit Kranken und nicht mit Gesunden. Die heutige Schulmedizin und die Pharmaindustrie sind sicherlich nicht sehr erfreut über die Arbeit und den nachweisbaren Erfolg von Menschen wie Sananda. Kostet es sie doch viele Einnahmen, wenn Menschen ohne Chemie und ohne Medikamente auf eine andere, natürliche Weise geheilt werden. Dass ein derartig großer Erfolg wie der von Sananda auch viele Neider auf den Plan ruft, kann sich sicher jeder vorstellen. Wissen wir doch alle um den Neid und die Missgunst vieler Menschen. Aber reden wir nicht lange herum. Fragen wir doch diejenigen, die es am eigenen Leib erfahren durften und eine bioenergetische Behandlung von einem der wohl derzeit berühmtesten und nachweisbar erfolgreichsten Heiler dieser Welt erfahren durften. Was haben Sie uns zu sagen? Hören wir Ihnen doch einfach zu. Mirjam aus Rheinland-Pfalz, Ivona aus Trier, herzlich willkommen. Wie bist du auf Sananda gekommen? Also ich habe seit 15 Jahren, sind das schon her, wo ich nach jemandem gesucht habe, der mir helfen kann. Und war immer wieder nach der Suche gewesen und kam auf das Interview von Sananda. Helfen wobei? Was war dein Problem? Oder Beschwerden? Beschwerden, also bei mir gab es seelische wie auch körperliche Beschwerden. Sagst du mir erstmal die körperlichen Beschwerden? Ich hatte Ischiasnerventzündung, ja. Sehr schmerzhaft, über 10 Jahre. Mhm. Rücken, Nacken, Probleme, Müdigkeit. Aber du warst doch sicherlich bei Ärzten oder in Behandlung, ja. Und das hat geholfen oder nicht geholfen? Nur wenn dann kurz, wenn Massagen oder irgendwie Salben, aber das war nie wirklich weg. Und dann hast du nach jemandem gesucht, der dir dauerhaft helfen kann. Genau. Du bist durch ein Interview dazu gekommen. Was ist dann passiert, nachdem Sananda, glaube ich, für dich und für deine Familie so eine Art Familienpaketbehandlung angeboten hat? Was ist passiert? Ganz nüchtern, aber auch direkt. Ja, also bei mir gab es ja auch die seelischen Beschwerden. Und ja. Die waren sehr heftig. In dem Sinn, dass ich eigentlich nie in meinem Leben davor glücklich war, im Herzen, so von Herzen glücklich. Ob es eine Familienfeier gab oder alle waren fröhlich, ich habe mitgemacht, aber ja. So innerlich. Nicht war, beteiligt. Ja, ich habe mich sehr blockiert ja. gefühlt und wenn es um mich, meine Person ging, also war ich immer so ein letzter Platz, so unwichtig. Und was ist dann passiert? Ja. Nach der Behandlung? Ja. Ja, also nach der ersten Behandlung, die ist über ein Jahr her. Als erstes, das habe ich sogar gespürt, als Sananda angefangen hat, etwas zu tun. Ich hatte so unglaubliche Wärme, so unglaubliche Energie durch den ganzen Körper, bis zum Herzen. Und im Herzen so unglaubliche Liebe. Schön. Und zum ersten Mal... Ja. War ich glücklich. Oh, toll. Also das war das wirklich unglaubliches Gefühl. Und deine einmal körperlichen Beschwerden, was war mit denen? Die körperlichen Beschwerden gingen nach und nach weg. Es ist auch so, dass ich auch oft das schreckliche Angst hatte und negative Gedanken hatte. Und ich bin auch hellsichtig und hatte oft das schreckliche Angst über lange Zeit gehabt, weil ich auch einiges schon gesehen habe.
Das heißt, über 10 Jahre hattest du Ischias, konnte keiner helfen, du warst seelisch bedrückt, unglücklich. Ja. In beiden Dingen hat Sanandas Behandlung geholfen, ja, offenbar. Nun gab es ja ein Familienpaket, sag mal, du hast ja auch ein paar Notizen gemacht, das, ja, ist auch ganz gut, denn man mag ja in so einem Gespräch sich ein bisschen vorbereiten und eine kleine Hilfe. Ich habe ja auch meine Notizen dabei, das ist ja ganz normal. Was war eine herausragende Sache für deine Familie, die du beobachtet hast aufgrund der Behandlung von Sanandal? Und zwar vor der Behandlung gab es in der Familie oft Streit und Leid. Also irgendwie, wenn jemand Hilfe brauchte, kam immer was dazu, sodass keiner den anderen unterstützen könnte. Das war so ein Muster, immer wieder das Gleiche. So, ne? Das war wirklich auch sehr schmerzhaft, seelisch. Ne? Und nach der Behandlung, da ich auch meine Familie mitbehandelt hatte, hat sich das aufgelöst. Schön, wunderbar. Ja. Miriam, zu dir. Du hattest im Vorgespräch mir gesagt, dass du was berichten kannst von deiner Oma und ich glaube von deinem Hund. Fangen wir mit dem Hund an. Was hatte der? Was ist passiert? Was kannst du uns erzählen? Ja, also er hatte zwischen den Schulterblättern einen Knubbel, der immer dicker wurde. Und ich bin dann mit ihm zum Arzt, weil er das Schummel hatte. Und damals hat Lasern und Medikamente haben nichts gebracht. Und er musste dann operiert werden. Und da war es schon ziemlich eng. Und, mit eng, du meinst kurz vorm Sterben, oder wie? Ja, dass sie halt so viel rausschneiden mussten. Es sah aus wie ein Tumor, dass sie fast, wenn sie noch länger gewartet hätten, wahrscheinlich nichts mehr machen konnten. Und ja, dann bin ich nochmal zum Arzt und dann wurde wieder gelasert und Medikamente und er ist trotzdem sehr schnell gewachsen, dieser Knubbel. Und da fing dann auch die Behandlung an, einige Tage, also ungefähr zeitgleich. Und der Knubbel ist dann wirklich auch zurückgegangen, auch ziemlich schnell. Wie geht's deinem Chihuahua jetzt? Dem geht's sehr gut, also er ist wohl auf und der Knubbel ist verschwunden. Das ist ja ganz erstaunlich, weil man ja bei Tieren nicht sagen kann, na, die bilden sich was ein und das ist Placebo. Was gibt's über deine Oma zu berichten? Ja, also meine Oma hat aufgehört zu essen, sie ist schon ziemlich alt, sie hat auch nichts mehr getrunken und die Ärzte haben gesagt, sie müssen essen, sie müssen trinken und irgendwie konnte ihr da keiner helfen. Sie wurde natürlich dann auch schusselig, man konnte keine richtigen Gespräche mehr führen, weil sie sich gar nicht mehr konzentrieren konnte, hat immer wieder das Gleiche gefragt und ich habe mir da wirklich extrem Sorgen gemacht, weil meine Oma mir sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dann ging das mit der Behandlung. Also sie war wirklich so schwach, dass sie selber dachte, sie würde sterben. Und sie musste immer ihren Kopf stützen, weil sie keine Kraft mehr hatte, den von alleine aufrechtzuerhalten, wenn sie gesessen hat. Und ja, dann auf einmal hat sie wieder angefangen zu essen und zu trinken. Und also sie war auch komplett abgemagert, obwohl sie vorher kräftig war. Und jetzt ist sie wieder bei seiner Größe 40, also jetzt vorher war es dann 36. Das heißt, sie weiß aber gar nichts von der Behandlung wahrscheinlich. Nein. Auch das ist ja eigentlich ein Wunder. Ich sage ein ganz herzliches Danke an euch beide. Es ist klar, dass bei einem so kurzen Gespräch nur so ein paar Highlights gesagt werden können. Das ist aber sehr erhellend. Ich sage danke sehr und wünsche dir und deiner Familie, dir persönlich, deinem Chihuahua und natürlich vor allen Dingen deiner Oma alles Liebe und Gute und viel Segen. Und vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, zu uns zu kommen. Liebe Susanne, du bist aus Nordrhein-Westfalen hierher gekommen. Vielen Dank. Was war der Grund, warum du dich überhaupt an Sananda gewandt hattest zuerst? Was waren deine Beschwerden oder deine Gründe dafür? Ja, ich habe ihn 2015 im Internet gesehen, auf YouTube, die ersten Filme von ihm. Nein, das waren ja dann schon die weiteren Filme. Ja. Aber das hatte mich enorm beeindruckt, enorm. Und da ich selber mit solchen ähnlichen Dingen auch ein bisschen zu tun habe, beruflich, wusste ich sofort, das ist mein Ding und ich möchte das auch. Was heißt mit ähnlichen Dingen? Welche Dinge meinst du? Ja, ich habe eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ja, aber welche ähnlichen Dinge? Ja, so Kinesiologie und so. Aber an Sananda hat dich was interessiert, das meinte ich. Ja, dass er eben die Fremdwesenheiten völlig ablöst. Und das war mir klar, dass die Krankheiten seelische Ursachen haben und wenn man die Dämonen, astralen Wesenheiten und so weiter etc. pp., wenn man die ablöst, dass dann automatisch die Seele gesund ist und man ja gar nicht mehr krank sein kann. Und hast du dich dann an Sananda gewandt, damit du das kennenlernst, seine Vorgehensweise, oder weil du auch persönliche Themen oder Beschwerden oder Krankheiten hattest? Nein, also
Ich habe mich auseinandergewandt, weil mein Leben brach lag. Total. Ah ja. Also völlig. Der Super-GAU. Super-GAU. Aha. Also man kann eigentlich danach nur noch von der Brücke springen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte das machen, aber ich musste noch ein bisschen warten, weil ich, okay, ich sage das jetzt einfach mal, weil ich Hartz-IV-Empfängerin war und ich hatte das Geld einfach nicht. Ich musste sparen erstmal. Ja, natürlich, ja. Und im Juni 2016 war es dann soweit, dass ich ihm den Auftrag gegeben habe. Und ich wusste, als ich den Auftrag gegeben habe, der wird ein Jahr durchlaufen. Und ich werde ihn innerhalb des nächsten Jahres persönlich kennenlernen. Also das hatte ich so... Gespürt schon? Nee, ich habe das richtig... Also die haben mit mir geredet. Die haben gesagt, Susanne, ist alles richtig. Du wirst ihn kennenlernen, persönlich. Und diese Heilung wird ungefähr ein Jahr durchlaufen. Und das ist auch so. Aber ich habe ein bisschen Gas gegeben. Das war im Juni und jetzt haben wir ja erst April. Also ich bin ja jetzt schon hier. Schön. Und darüber freue ich mich natürlich besonders. Und hast du das Gefühl gehabt, dass inzwischen... jetzt das Leben nicht mehr brach ist? Also das war eine Wendung um 360 Grad. 180 Grad, hoffe ich. Nein, also wenn du es jetzt so genau wissen willst, dann würde ich vielleicht sogar sagen 720 Grad. Also extrem. Aha. Extrem. Das heißt, ein völliger Umbruch zum Besseren. Ja, also ich hatte extreme Finanzprobleme. Ja. Ich war 20 Jahre arbeitslos. 7 Jahre wohnungslos, am Ende sogar mit Obdachlosigkeit. Ich war völlig isoliert, ich hatte mit niemandem mehr Kontakt, keine Familie, keine Freunde, kein gar nichts. Existenzängste, ständig neue Unterkünfte, also Wohnung konnte man das nicht nennen, das waren Notunterkünfte. Und ständig Chaos auf der ganzen Linie, total. Also alles, was ich angepackt habe, ging daneben. Jedes Projekt, was ich gestartet habe, habe ich vor die Wand gefahren. Wobei du ausgebildete Verlagskauffrau bist und eine solide Ausbildung hast, das hatten wir vorher besprochen. Und wie ist deine Situation jetzt? Ja, also ich habe, das kann man ja nicht glauben, alle Schulden abbezahlt. Toll, fantastisch, super. Ich habe ein Sparbuch angelegt. Ich bezahle alle Rechnungen immer sofort. Also wenn die kommen, innerhalb von 2 Wochen überweise ich die Rechnung. Das also das ist eine völlige Veränderung. Fühlt sich total gut an. Schön. Ich habe auch die Bank gewechselt. Ich werde mein Ziel, also ich bin jetzt, diese Ängste sind weg, die Depressionen sind weg. Und ich bin 150%ig sicher, dass ich mein Ziel erreichen werde, was ich mir in diesem Leben vorgenommen habe. Da war ich ganz weg. Also ich war ganz weit weg vom Mutterschiff und ich bin da wieder angebunden. Und ich weiß, ich schaffe das in diesem Leben. Susanne, du hast selber gesagt, ganz ehrlich, vielen Dank dafür, dass es am Anfang dir mühevoll war, weil du das Geld ja ersparen musstest für die Behandlung. Würdest du denn heute anderen Menschen zueinander empfehlen? Ja, also sofort. Also er ist für mich der Beste in der Branche, absolut der Beste, mit Abstand. Ein bisschen kann ich das vielleicht beurteilen, weil ich aus dieser Szene komme und da auch schon andere Dinge ausprobiert hatte. Angangak aus Grönland, so ein Schaman, ist auch ein Freund von mir und der hatte auch mal sowas gesagt. Und der arbeitet ja anders, aber auch sehr kraftvoll. Aber Sananda ist derjenige, der uns alle aufweckt und das anpackt und das finde ich toll. Eine letzte Frage, liebe Susanne. Wie ist es mit den Gebeten und Verfügungen von Sananda? Übst du die noch, sprichst du die noch, setzt du die noch ein? Ja, also ich würde sagen, ich bin ständig auf Sendung. Ich spreche die morgens. Ah ja. Ich schaue mal, was passt für den Tag, was ist wichtig. Das nehme ich dann durch den Tag mit. Manchmal setze ich mich mittags auch noch hin. Wenn irgendwas vorkommt, nehme ich das Lichtschwert, so wie er das beschreibt, im Bus oder so, dann sofort. Aber das brauche ich dann nicht mehr nachgucken. Das habe ich alles im Kopf. Und abends wieder. Und ich bitte auch für andere. Also natürlich für meinen Sohn und auch Freund Frank, mit dem ich zusammen den Auftrag gegeben habe. Und ich versuche ständig in dieser Energie zu sein, den ganzen Tag. Nicht morgens die Gebete und abends, sondern immer. Aber ich spreche sie morgens und abends, regelmäßig. Also ohne Ausnahme, jeden Tag. Wie Zähne putzen.
Liebe Susanne, ich sage herzliches Danke sehr, auch im Namen von Zananda, dass du hergekommen bist und den Mut hast, vor der Kamera so zu sprechen. Dankeschön. Alles Liebe und Gute. Ich danke dir auch. Danke. Liebe Yvonne, du bist Yogalehrerin aus der Nähe von Linz in Oberösterreich. Schön, dass du hergekommen bist. Was war der Grund, warum du dich überhaupt an Zananda gewandt hast? Du siehst so lebensfroh aus und strotzt vor Lebenskraft. Man würde dir nicht ansehen, dass du irgendwelche Probleme oder Beschwerden oder gar Krankheiten gehabt hättest. Naja, das war so, ich war unzufrieden mit dem Wohnort. War ich schon lange unzufrieden. Mit dem Wohnort unzufrieden, ja. Und generell so, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde bekämpft, dass ich gekannt ist mit Neid und Missgunst und also dass Menschen einfach gegen mich sind, ja, relativ schnell. Also ich habe immer polarisiert. Aha. Es gibt nur dieses, was ich, jemand mag mich oder mag mich halt nicht. Und das war halt irgendwie das mich nicht mögen, ein bisschen in der Überzahl. Und dieses vom Berufswegen halt auch ein bisschen schlimm gewesen. Weil, ja. Und wie bist du dann auseinandergekommen? Ja, ich habe im Internet habe ich dann zufällig, also im YouTube habe ich eigentlich ein anderes Video angeschaut und dann war Geistel auseinander und ich habe mir gedacht, naja, puh. Das schaue ich mir jetzt einmal an. Ja. Ja. Und dann hat mich er sofort also angesprochen? Gehört. Ja, also es war was. Aha. Wo er auch sagt, dass das so, also, man erkennt ihn an der Stimme. Also die ihn quasi. Wie viele Jahre ist das her? Ungefähr? Das war voriges Jahr im ja, also war ja gar nicht so lange her. Und dann ist das ja das, was nachher passiert ist, war eigentlich dann war der Hauptgrund, warum ich sofort gesagt habe, ja, ich muss jetzt einen Auftrag geben. Gut, dann erzähl's mal, was haben, ist passiert. Ich war im Wald spazieren, ja. Ja, und wir haben aus dem Hinterhalt haben mich Hornissen angegriffen und haben mich in den Kopf gestochen, also in den Hinterkopf. Um ja, also mehrere. Ja. Und die sind wirklich, also ich habe sie nicht provoziert, sie sind auf mich zugeflogen, haben mich in den Hinterkopf gestochen. Und ja. Und das war eigentlich der Tag, wo ich den Auftrag schon geben wollte. Ich habe aber dann nicht mehr denken können. Also es war mein Gehirn. Bist du dann zum Arzt gegangen erstmal mit diesen Hornissenstichen? Und Lavendelöl auf da. Also nein. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, mich verfolgen auch so Dämonen. Aha. Also dann, äußerlich Hornissenangriff. Ja. Dann vorher Menschen, die mir entgegengekommen sind, die gestunken haben, die mich böse angeschaut haben, die gekeucht haben. Also wirklich, wo ich dann das dann offensichtlich gesehen habe, was er in seinen Videos beschrieben hat. Das war dann du hast also praktisch Begegnungen gehabt mit Menschen, wo du spürst, die sind irgendwie besetzt oder da ist irgendwie die Energie falsch. Ja, das war ganz die oder sogar Dämonen. Ja, die ganz viele. Und dann hast du den Auftrag gegeben und was ist dann und passiert? Und in dem Moment, wo ich den Auftrag abgeschickt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin... Ja, es war sofort besser. Sofort? Ja, es war sofort besser. Aha. Also wirklich, es war sofort besser und ich habe dann am gleichen Tag, habe ich mich bei uns auf die Terrasse gelegt, ja, und habe die Eingebung gehabt, ich soll meinen Yogaraum auf den Dachboden verlegen. Mhm. Ja. Mhm. Und wir wohnen dort schon 5 Jahre. Und wir wollten dort eigentlich wegziehen und es hat die Tierwelt reagiert mit Maulwurfshügeln, die dann aufgeschert worden sind. Bei Maulwürfen sagt man, die bringen ja ganz viel Fruchtbarkeit und in Verwurzelung und dass man da bleibt. Und dann haben wir halt diesen Dachboden umgebaut. Und es ist dann alles irgendwie ins Fließen gekommen. Es ist alles, und dass ich heute so da sitze, und ich bin natürlich grundsätzlich eher ein lebendiger und ein kraftvoll auftretender Mensch, das schon. Ja. Aber ja, ich mache halt jeden Tag mehrmals die Gebete und bin halt wirklich... Und es hat mir, also was mir vorher geholfen hat, das hat mir die Wut genommen. Ich war immer so wütend. Ah ja. Die Wut auf alles, auf die Ungerechtigkeit in der Welt, aber auch auf Menschen, also diese Wut zu transformieren. Ja? Weil Wut ja, jetzt aus der Sicht, die ich jetzt habe, der Schatten schlechthin ist. Also Wut ist der Schatten. Und ich kann das jetzt gut, also momentan bin ich vielleicht schon wütend, wenn auf was, aber ich kann es dann relativ rasch wieder wegmachen. Wenn man das so in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, ob ich dich richtig verstanden habe, du hast gemerkt, viele Menschen sind gegen dich, es läuft um dich herum gegen dich und deinen Beruf was, dann hast du diesen Hornissenangriff gehabt, dann hast du gespürt, es sind Besetzungen da, Dämonen sind da, dann hast du den Auftrag gegeben und dann hat sich alles sofort verändert. Das klingt ja fast unglaublich. Ich bezweifle das nicht, so. Ich will nur noch mal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist schon sowas wie, also es ist schon am Anfang, es ist nicht alles auf einmal. Also, ja. Aber dieser Erstimpuls war sofort da. Ja. Also dieser Erstimpuls ist, dieser Erstimpuls einfach das. Und ab dann hat es begonnen zu fließen. Natürlich sind dann aus mir heraus
ja, das Ego, ja. Herz natürlich, und, ja. Aber es ist das Herz, so wie mir aufgegangen, und es ist, es kommen mir Eingebungen einer tieferen, so wie ich jetzt nicht gehabt habe, ja, ich schlafe nochmal über eine Sache, bevor ich, und vorher habe ich immer nicht mehr sofort reagiert, ja, und jetzt mache ich das nicht mehr. Würdest du Sananda anderen Menschen empfehlen, die Probleme haben? Ja, mache ich die ganze Zeit eigentlich. Also ich schicke meine Leute hin, wenn ich merke, ich komme nicht mehr weiter, und habe schon ein paar Menschen hingeschickt und habe zum Beispiel bei einer, die zu mir kommt, schon länger ins Yoga, und habe ich gemerkt, ich komme irgendwie nicht mehr weiter, und dann hat sie den Auftrag gegeben, und seitdem ist es wirklich, also ich spüre es auch bei der, und ich habe es bei allen gemerkt, die ich hingeschickt habe. Ja, das waren doch schon. Es ist meine Mama auch bei ihm dann in Behandlung gekommen, weil es in der Familie immer wieder so Streitigkeiten gibt bei uns, und das ist ein bisschen unangenehm. Schöne Sache. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ich sage danke sehr, liebe Yvonne, und wünsche dir und deinen Klienten und deiner Familie alles Liebe und Gute. Danke. Dankeschön. Danke. Liebe Anna, herzlich willkommen. Du bist aus Wien gekommen, ziemlich weiter Weg. Anna, warum bist du zu Sananda gekommen? Welche Beschwerden oder Probleme gab es bei dir? Also ich hatte mal zum einen ein ziemlich massives Alkoholproblem, seelische Probleme und ein paar körperliche Sachen. Lass mich kurz einhaken bei den Alkoholproblemen und bei den körperlichen Problemen. Konnte da kein Arzt oder keine Therapie dauerhaft helfen, oder wie bist du auf Sananda dann gekommen? Also bei mir war es so, ich habe schon einige Jahre Psychotherapie gemacht. Mhm. Also ich habe es auch geschafft, dann im Jänner 2017 mit dem Trinken aufzuhören, mit der lieben Unterstützung von meinem damaligen Arzt. Und 2 Monate später habe ich zufällig den Sananda auf YouTube gesehen. Mhm. Also ich habe keinen Geißheiler oder irgendjemanden gesucht. Und ich habe ihm zugehört. Und für mich war das, also dann habe ich gemerkt, dass dieser Kampf in mir, der ständig stattfindet, dass der gar nicht von mir kommt, sondern dass ich von irgendwas beeinflusst werde. Mhm. Und habe dann, ohne zu zögern, habe ich sofort einen Auftrag geschrieben. Weil ich kannte ihn nicht, der war mir aber nicht fremd oder so. Ja. Lass mich nochmal zu dem Kampf kommen und auch zum körperlichen Beschwerden. Das heißt, du hattest auch, nachdem du aufgehört hättest zu trinken, einen inneren Kampf, doch wieder zu trinken. Ja, genau. Ich will es nur richtig verstehen. Also die Sucht, also die Sucht sucht ein Heim. Genau. Und eigentlich habe ich durch die Abstinenz habe ich die Sucht unterdrückt, aber da war sie natürlich immer noch. Ja. Aha, also das heißt, die Abstinenz war zwar da, aber unterdrückt. Ja, ich habe dann Ersatz gesucht, überall Kaffee in mich reingeschüttet und Zucker und so Sachen. Und was für körperliche Beschwerden hattest du, wenn du die mal kurz anklären lassen? Ja, körperliche Beschwerden hatte ich, also zum Beispiel durch die Geburten meiner 2 Kinder hatte ich einen sehr schwachen Beckenboden und einen Eingeweidebruch an ganz vielen verschiedenen komplizierten Stellen. Die aber nichts direkt mit dem Alkohol zu tun hatten. Nein, habe ich auch nicht im Auftrag erwähnt. Ja. Also das ist von selber dann. Und dann hatte ich meine ganze linke Seite, die Nerven waren vom Alkohol auch geschädigt. Oder? Ja, das ist viel besser geworden. Ich hatte einen verkleinten Kiefer. Gut, und was ist passiert und wann ist was passiert? Du hast also einen Auftrag aneinander gegeben. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass was ist, und wie lange hat es gedauert, bis du merkst, jetzt passt es wieder? Also ich habe den Auftrag gegeben Mitte März 2017. Mhm. 2 Tage später, also ich habe mal zuerst, wie das Geld überwiesen war, das erste, was ich gespürt habe, war, ich bin auf einem Sessel gesessen, habe gelesen und ich bin gefühlsmäßig bin ich 1,5 Meter abgehoben. Ach. Und es hat sich wirklich eine andere Dimension hat sich eröffnet für mich. Also du hast eine Energie gespürt, die dir neu war. Ich habe eine Wahnsinnsenergie und eine wirklich, es hat sich was geöffnet, es war mir völlig neu. In der Früh bin ich mit einem, wir sind Glücksgefühl aufgewacht. Ach schön. Und 2 Tage später war meine Sucht, meine ganzen negativen Gefühlszustände, die ich hatte, wie Angst, Deprimiertheit und so, war einfach weg. Und was ist mit der linken Seite und der Nervenbelastung gewesen? Die ist im Laufe der Zeit, das hat ein bisschen gedauert, ist es besser geworden. Ja. Mhm. Ja. Und wie spürst du das mit dem Beckenbodenschwäche? Hat sich da was verändert? Das ist total, da hat sich was sehr stark verändert. Das ist gefestigt wieder, also es ist alles repariert sozusagen. Ja. Wenn man jetzt überlegt, wie machst du jetzt gerade weiter? Machst du diese Gebete und Verfügungen noch, oder wie gehst du um mit den
Vorschlägen, die Sananda also, da macht? Die Gebete und Verfügungen mache ich jeden Tag. Es ist ein fixer Bestandteil meines Lebens geworden, seit Anfang an. Also mein Bewusstsein hat sich wirklich so vieles erweitert. Hast du denn irgendwas bemerkt über dich selbst hinaus? Ich weiß nicht, ob du ein Einzelbehandlung oder ein Familienpaket oder ein Gesamtpaket hast. Hattest du irgendwas bemerkt für deine Familie, für deine Kinder oder so? Hat sich da was ergeben? Hat sich auch was ergeben. Meine Kinder waren mit in dem Paket. Ah ja. Meine Kinder, also ich merke, wie sie, ich meine, sie sind beide in der Pubertät. Mein Sohn ist 12, meine Tochter 16. Wie einfach das ist. Also da sind Spannungen weg einfach. Mein Sohn hatte hatte Probleme mit seinem Knie, hatte Wachstumsschmerzen eigentlich immer, also seit sehr langer Zeit, schon seit Jahren. Und hat also das Knie, 18 Tage nach der Behandlung war das Knie heil. Also er hat einen Schlag von innen bekommen. Also das ist aber ja eine sehr körperliche Sache. Hat er denn was von der Behandlung gewusst oder nicht? Er wusste nicht, also mittlerweile ist das... Mittlerweile ja, aber vorher hat er gewusst? Vorher wusste er nichts, nein. Aber ich muss sagen, das ist schon eine Wiederholungsbehandlung für meine beiden Kinder. Jetzt wissen sie es. Ja, das heißt aber, als zuerst diese Sache kam, wussten sie nichts, nein. Aber es und trotzdem ist was passiert? Trotzdem ist sehr viel passiert. Ich habe deutlich gemerkt, dass sich das Bewusstsein erweitert hat. Meine Tochter hat sofort aufgehört, Fleisch zu essen. Ist jetzt vegan, auch dann früher als ich schon vegan gewesen. Ja, schön. Mein Sohn hat auch mittlerweile kein Fleisch mehr und auch schon fast vegan. Also, Anna, würdest du Sananda den anderen Menschen empfehlen? Das würde ich auf jeden Fall, das mache ich auch. Also jeder, wo ich merke, irgendwie jemand sucht Hilfe und sucht schon lange und geht von Ärzten zu Ärzten und so, empfehle ich ihn auch weiter auf jeden Fall. Ja. Also ich finde, ich wünsche jedem, Gut. Also. Du wünschst, es ist immer schwer in Worte zu fassen, wenn man eigentlich anderen Menschen auch wünscht, dass sie vorwärts kommen, dass Blockaden aufhören und so weiter. Okay. Anna, dann sage ich danke sehr. Ich sage, küss die Hand, wie man in Wien sagt. Alles Liebe und Gute für dich und für deine Familie. Dankeschön. Katrin, was waren deine Beschwerden? Damit fangen wir mal an, warum ihr später überhaupt zueinander gekommen seid. Also, warum wir zueinander gekommen sind, waren eigentlich die permanenten Geldsorgen. Die permanenten wie? Geldsorgen. Finanzielle Probleme. Ich war in Berlin unterwegs, habe dort den Immobilienbereich aufgebaut, war 5 Jahre unterwegs und immer im letzten Moment klappt mir die ganzen Geschäfte weg. Aha. So, dass ich wirklich permanenten Geldsorgen und dann kam natürlich durch diese Sorgen die gesundheitlichen Beschwerden dazu. Ah, am Anfang Geldsorgen, dann kamen gesundheitliche Beschwerden. Für dich, Gerd, war das das Gleiche oder was anderes? Ja, ich habe auch Belastung gemerkt, beruflich, dann immer, weil das mitten war und da wurden auch auf Versuche irgendwas mit das sein. Ja, und wie haben sich denn die beruflichen Belastungen bei dir körperlich bemerkbar gemacht? Haben die sich in Beschwerden oder Krankheiten bemerkbar gemacht? Nein, ich hatte ja, nachdem ich die Belastung hatte, ja, einen Blutdruck. Ja, ah ja. Und so, danach den kennengelernt habe und den ersten Band durchgelernt habe, habe auch mal herausgefunden, wo die Beschwerden herkommen, was die Ursachen sind. Aha. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht, habe gemacht, war alles beobachtet. Und dann habe ich auch herausgekommen, aha, das und das muss ich verändern, das kannst du machen. Und darauf habe ich mich eingestellt. Aha. Und das weil heißt, ich dann das eingestellt habe, habe ich gemerkt, ich wurde mir langsam besser. Das heißt, durch die Bekanntschaft mit Samantha habt ihr herausgefunden oder hast du herausgefunden, was sind die Ursachen, was musst du anders machen. Du hast gesagt, du hattest Geldsorgen und danach oder finanzielle Sorgen und danach kamen auch körperliche Beschwerden. Was für körperliche Beschwerden waren das? Ich hatte Herzbeschwerden. Herzbeschwerden? Starke Herzschmerzen, ich hatte Bluthochdruck. Bist du nicht zum Arzt gegangen dann erstmal? Erstmal nicht, dann erst später. Gut, und konnte der Arzt dir helfen? Naja, der hat mich mit Medikamenten eingestellt. Aber sonst könnte der mir nicht helfen. Und die Medikamente hättest du jetzt regelmäßig nehmen sollen? Die musste ich nicht regelmäßig nehmen. Und was ist jetzt passiert, nachdem du
von Sananda behandelt worden bist. Ja, und dann hat mir die Freundin den Kontakt gegeben und ich sagte zu meinem Mann, komm, jetzt machen wir. Und dann haben wir die Behandlung aufgegeben und ich habe dann halt nach einer Woche gemerkt, wie richtig in mein Herz gearbeitet wurde, wie mir Energie da war. Und das war 3 Wochen hintereinander, wurde halt so richtig in mein Herz und die Energie. Und dann nach 2 Monaten, ich musste ja dann regelmäßig zur Kontrolle zum Arzt, nach 2 Monaten konnte ich die ganzen Tabletten absetzen. Die Behandlung mit Sananda fängt an. Nach einer Woche merkst du, am Herz wird gearbeitet. Nach 2 Monaten kann der Arzt bestätigen, du kannst die Medikamente absetzen. Wie geht es euch jetzt? Was machen die finanziellen und was machen die körperlichen Dinge? Na, uns geht's blendend. Tabletten, wir alle beide, nichts mehr. Mein Gedächtnis ist wieder toll. Also ich hatte ja auch mein Gedächtnis verloren. Aha. Und ja, ich bin sogar in meinen alten Beruf wiedergegangen als Altenpflegerin. Aha, das klappt das finanziell, geht ja euch wieder. Ja. Gibt es noch etwas, was aus deiner Sicht oder deiner Sicht noch über die Begegnung und über die Behandlung mit Sananda zu sagen ist? Gibt es da noch was, was euch einfällt, was ihr noch anfügen wollt? Also ich muss mal sagen, dadurch, dass mir ja nur die ganze Familie, weil ich wusste ja nur, wo ich her bin. Und dann ging mir mein Herz auf und dann hatte ich das Bestreben, dass ich die ganze Familie noch in der Heilung von Sananda. Die ganze Familie ist zusammengerückt. Die Liebe, wissen Sie, das Gefühl, die Emotion, wie sich alles entwickelt, wie sich die Kinder entwickeln und die Enkel. Unser großer Enkel ist jetzt hellsüchtig, der redet immer mit mir und will sich austauschen. Das ist so, ich sag mal, diese Liebe im Herz ist nicht nur das Herz aufgegangen, sondern das ist so ein Gefühl. Aber es ist doch so, dann wohl, Katrin, dass wahrscheinlich die Familie zunächst gar nicht gewusst hat, dass sie mitbehandelt wird, oder doch? Nein. Nur die große Tochter weiß es. Gut, und die anderen haben es zumindest am Anfang nicht gewusst. Ja. Und trotzdem ist was passiert. Ja. Ja. Dann sage ich danke sehr, wünsche euch von Herzen alles Gute und dass ihr weiterhin so viel gute Energie in die Welt und in eure Familie gebt. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Sananda. Die Überschrift dieser Reportage lautet: Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Wie ist deine persönliche Meinung dazu? Wie stehst du persönlich zu dieser Aussage? Unheilbare Krankheiten, das hört sich grausam an. Meine Meinung ist, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, definitiv. In diesem Universum gibt es keine Krankheit, die nicht heilbar ist, generell. Schließt aber nicht aus, dass es Menschen gibt, die nicht heilbar sein werden, weil eine Krankheit ist immer individuell. Eine Krankheit ist eine Botschaft von Gott, von der geistigen Welt, an den Träger der Krankheit. Und die Krankheit kann nur so weit geheilt werden, wie der Träger der Krankheit die Botschaft verstanden hat. Und wenn der Kranke die Botschaft nicht verstanden hat, kann er nicht geheilt werden. Das heißt, es wird dann intensiviert. Und die Krankheit mutiert dann zu einer unheilbaren Krankheit. Und selbst in dem Stadium der Unheilbarkeit kann eine Krankheit noch geheilt werden, wenn der Mensch notwendige Erkenntnisse erlangt, die notwendig sind, um eben die Schlüsse zu ziehen, die er machen muss, die er noch nicht gemacht hat. Und deswegen hat er ja die Krankheit bekommen. Und die Schulmedizin ignoriert ja das Geistige komplett. Das ganzheitliche, geistige, psychische wird ja komplett ignoriert. Und jede Krankheit stammt ja aus dem Geistigen und wird manifestiert in der Materie in 3D. Das heißt, sie ist auch nur im Geistigen heilbar. Und wenn man das alles zusammenfasst, kann man davon ausgehen, dass jede Krankheit heilbar ist, aber nicht jeder Mensch ist heilbar. Ob ein Mensch heilbar ist oder nicht, hängt letztendlich mit der Entwicklung seines Bewusstseins zusammen. Wenn er das notwendige Bewusstsein erlangt, wird er die Krankheit besiegen und wird geheilt sein. Wenn er das notwendige Bewusstsein nicht erlangt, dann wird aufgedreht und dann wird die Krankheit noch stärker zum Vorschein kommen. Und das kann dann so weit gehen, dass es zum Tode führt. Aber unterm Strich gesehen, um das zusammenzufassen, die Frage, die Antwort, es gibt definitiv
keine unheilbaren Krankheiten. Das ist meine Meinung. Lieber Holger, du bist aus Süddeutschland hier, du bist 44, Diplomkaufmann. Welche Beschwerden oder Probleme hattest du, bevor du zueinander gekommen bist? Also spezifisch hatte ich jetzt keine akuten, größeren Probleme. Ich habe Heuschnupfen, seit ich 13 Jahre alt bin, also schon länger. Der hat sich auch im Zuge der Behandlung reduziert. Mhm. Und das Besondere ist mein Neffe aus Russland, der zum Behandlungsbeginn 1,5 Jahre alt war und auch bis heute, jetzt ist er 3,5 Jahre, nichts davon weiß, dass er behandelt wurde, wie auch seine Eltern nicht und die Schwiegermutter nicht, die in Russland lebt. Und der hatte einen Wasserkopf mit 1,5 noch, hat sehr drunter gelitten, war auch sehr kränklich, hat immer Erkältungen gehabt, Schnupfen, Husten. Und das ging 2 Wochen etwa nach Behandlungsbeginn, hat seine Mutter, meine Frau, angerufen und erzählt, der Wasserkopf wäre plötzlich weggegangen und er wäre jetzt auch nicht mehr kränklich. Und jetzt 2 Jahre sind jetzt seither vergangen und dem geht es prächtig. Der geht mit dem Vater schon Langlauf-Ski laufen in Russland und der ist wunderbar gesund, kein Wasserkopf mehr und fast wie ein Wunder. Holger, lass mich das nochmal wiederholen. Ich weiß, dass ich nur wiederhole, was du gesagt hast. Das ist aber so unglaublich, das muss ich wiederholen. Mhm. Es gibt ein Kleinkind in Russland, weit weg von Deutschland, mit Wasserkopf. Mhm. Weder das Kind natürlich, noch die Eltern wissen was von einer Behandlung durcheinander. Nach kurzer Zeit bereits ist der Wasserkopf kleiner. Nach 2 Jahren weiter ist der Wasserkopf weg. Der Junge ist nicht mehr kränklich. Das ist ja nun wirklich ein Wunder. Ja. Worauf führst du das zurück? Ja, also ich kann es nur so erklären. Es war wirklich 2 Wochen nach dem Behandlungsbeginn, Mitte Februar 2016, durcheinander, rief die Mutter an, der Wasserkopf ist plötzlich weg und hat sich riesig gefreut. Ich führte es natürlich aufeinander zurück. Ja. Weil sonst gab es kein auslösendes Ereignis. Und es gab auch keine Medikamente, die er von Ärzten in Russland bekommen hat oder so. Nee, da gab es jetzt keinerlei sozusagen andere Sachen, die dann eben in dem Zeitraum gemacht wurden. Also von daher, das ist schon, finde ich, sensationell. Und das ist sensationell, ja. Ich habe das auch gar nicht so absehen können, als ich Sananda mit dem 10er-Paket beauftragt habe. Ja. Ah, du hast auch gleich eine Art Familienpaket oder so gemacht, genau. Nicht nur für Familie dich. In Deutschland und in Russland. Ja, genau. Machst du denn die Gebete und Verfügungen, übst du die? Tag. Und ich weiß nicht, ob deine Frau auch mitmacht oder nicht? Ja, ist nicht immer jeden Tag, aber ich schließe eigentlich immer alle mit ein und mache das jeden Tag, einige Gebete. Und also ich bin auch sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man eben selber auch was tun kann. Ja, du hast im Vorgespräch, in dem kurzen Vorgespräch anklingen lassen, dass du auch deine Art der Ernährung oder des Lebens ein bisschen umgestellt hast. Magst du das mit unseren Zusehern ein bisschen teilen? Genau, also das liegt jetzt schon Jahre zurück, dass ich mich mit meiner Frau, die das quasi in mehr oder minder vorangetrieben hat, in Richtung vegane Rohkost entwickelt habe. Und bin heute überwiegend vegan, aber auch vegetarisch in der Ernährung und dann und wann auch mal gekocht ist wieder. Also ist nicht mehr so dogmatisch wie bei der Umstellung, aber also auf jeden Fall vegetarisch vegan. Würdest du Sananda Menschen empfehlen? Habe ich schon getan und kann ich auch hier nur wärmstens tun, wenn ich daran denke, dass der Neffe quasi gar nicht wusste und es ihm dadurch besser geht. Und das ist doch nicht was Tolles. Ja. Das ist sehr erstaunlich. Ja. Und deine Lebensweise, dass du 44 bist, glaube ich dir auch nicht, aber du musst mir deinen Pass nicht zeigen. Ich wünsche euch allen alles Liebe und Gute und sage spasibo. Vielen Dank. Merci, Daniel. Liebe Eva, du bist hier aus der Nähe vom Bodensee. Du hast mir im kurzen Vorgespräch gesagt, ich bin ja fast schon im Grab gewesen. Was soll das bedeuten? Was hast du erlebt, bevor du Sananda begegnet bist? Ja, das also war ein schweres Leben seit der Kindheit an, also auch Krankheiten in der Kindheit. Mit 29 dann die ersten Depressionen. Also ich habe eigentlich immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Habe an die Liebe geglaubt, aber konnte sie nicht richtig spüren. Also
habe aber auch immer an die Wiedergeburt geglaubt und schon eine Verbindung zu Gott, aber ich konnte es einfach nicht richtig spüren. Und das Ananda hat mir so, so sehr geholfen aus der Depression raus. Ich hatte ihm ja schon den zweiten Auftrag gegeben. Der erste Auftrag, was war dazu der Anlass? Eine körperliche Krankheit oder Depression oder beides? Was war beim ersten oder kurz vorm ersten? Beschreibt das bitte mal. Tsunami war das. Es war ein Tsunami, ja. Also Trennung, schwere Depressionen, Krebsdiagnose. Aha. Schreckliche Scheidung. Dann habe ich mich operieren lassen, also das war Brustkrebs, hatte ich mich operieren lassen. Zum Glück keine Chemo, so schlau war ich damals schon. Ja. Dann kam durch den ganzen Stress auch ein Alkoholproblem dazu. Mhm. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer guten Freundin, die sagt, und ich habe gesagt, bei mir stimmt einfach was nicht. Irgendwas stimmt nicht, ist nicht greifbar. Mhm. Und dann habe ich das von ihr das Buch ausgeliehen bekommen vom Sananda, das ich natürlich verschlungen habe und sofort war nicht mal mobil eigentlich mit Laptop und so Sachen. Ich bin sofort in den Discounter, habe mir ein Tablet gekauft und habe mich gemeldet beim Sananda und ihm einen Auftrag gegeben. Und was ist vom Zeitpunkt des Auftrags an passiert? Das hat angefangen mit kleinen Verbesserungen, also so. Die Tränen in den Augen waren weg morgens, die Rückenschmerzen wurden besser. Also ich war fleißig dran, meine Gebete und Ablösungen zu sprechen. Mhm. Aber gravierend war dann, ich bin dann ans Sananda-Treffen im Oktober nach München und das Gravierende war danach, ich bin heimgefahren und war clean sozusagen. Also der Alkohol war weg. Aha. Und zwar gelöscht im Zellgedächtnis. Das heißt, nicht unterdrückt und nicht mit Krampf und Krampf und Krampf weg, sondern es war wirklich aus. Ja. Und dann hast du gesagt mir vorhin, du hättest noch einen zweiten Auftrag mal gegeben? Ja. Was war da der Anlass dazu? Da kam dann noch ganz, ganz viel. Ich hatte ja dann auch durch die Erkrankung wurde ich ja ausgegliedert, hatte meine Arbeit verloren, hatte keinen Unterhalt. Vom geschiedenen Mann, durfte aber noch im gemeinsamen Haus bleiben und dann kam die Nachricht, liebe Eva, jetzt kannst du ausziehen aus dem Haus und dann hat mir doch das sehr die Füße unter dem Boden weggezogen, also das war dann eigentlich ein Nervenzusammenbruch. Ich hatte dann auch im Sananda um Hilfe gebeten, er hat mir auch sofort geantwortet und hat gesagt, also er stellt mir jetzt frei, ob ich ihm nochmal einen Auftrag geben will. Es war dann leider schon etwas spät, weil ich wurde dann in die Klinik eingeliefert. Mhm. Da war ich dann fast fünf Monate in der Psychiatrie. Und was ist dann passiert, nachdem du den Auftrag gegeben hattest? Was? Also die in der Klinik konnte mir ganz klar nicht helfen. Ah, in der Klinik konnten die nicht helfen? Nee. Also das Psychopharmaka, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal versucht abzusetzen. Denn in der Klinik haben die mir das natürlich wieder gegeben. Das hat ja überhaupt nichts mehr genützt. Ja. Also es wird eigentlich nur noch schlimmer und ich bin dann nach 5 Monaten entlassen worden und das erste war, wo ich heimgekommen bin, ich habe ihm wieder einen Auftrag gegeben und dann ging das so ungefähr eine Woche und dann bin ich eigentlich über Nacht aufgestanden, so hallo, da bin ich wieder. Aha, ja. So eine Art kleiner Wiedergeburt. Ja, also ich war schon sehr tief unter, also ich bin wirklich nur gelegen, zu Hause, nichts mehr gemacht. Also wirklich eine tiefe, schwere Depression. Mhm. Und obwohl ich Medikamente hatte, hatte ich wieder so großes Vertrauen gefasst zueinander und habe seine Worte auch befolgt. Also das heißt, die Gebete und die Verfügung, die wendest du an. Ja. Ich habe dann trotz meinem schlechten Zustand mit den ganzen Psychopharmaka und Zusatzmittelchen, es waren 5 an der Zahl, aufgehört. Wahrscheinlich hätte jeder Arzt zu mir gesagt, da ist der eine wahnsinnig oder verrückt. Und da hat man dann gemerkt, also durch diese Blockierung vom Psychopharmaka, wurde ich dann endlich frei und auch umso mehr zugänglich für die Energie vom Sananda. Wie geht's dir jetzt?
blendend. Würdest du anderen Menschen Sananda empfehlen? Denn wenn man sagt, Achtung, ich muss starke Medikamente nehmen, in dem Fall Psychopharmaka, das ist ja keine leichte Entscheidung zu sagen, nein und schon. Ja. Also du würdest anderen Menschen, die ähnliche Probleme haben, schon sagen, sie sollen es mal probieren? Ja, Medikamente weg. Langsam ausschleichen. Mhm. Weil sie bringen ja keine Heilung. Die unterdrücken dich ja nur. Du kommst nie in deine Kraft. Du kommst nicht in deine Herzenergie. Hast du eine ähnliche Heilenergie wie durch Sananda schon mal woanders gespürt oder erfahren? Noch nie. Also es hat sich auch so viel entwickelt jetzt. Also ich kenne ihn ja jetzt seit 2 Jahren. Ich kontaktiere ja jeden Tag auf seiner Seite mit ihm. Und es ist ja eine sukzessive Steigerung. Also mittlerweile ist es so, dass ich auch durch die Ablösung und Verfügung, durch die Gebete, dass ich die Energie auch wahrnehmen kann, also spüren kann, feinfühlig. Hellsichtig bin ich nicht, aber es hat sich ganz, ganz viel getan. Ich bin aus der Angst raus. Auch dieser Rückfall war einfach nochmal wichtig für mich, um zu sehen, wie wichtig es ist, nicht in die Angst zu gehen, weil genau den Fehler habe ich gemacht. Darum habe ich diese Ehrenrunde auch nochmal gedreht. Eine Ehrenrunde. Aber ich sage ein ganz herzliches Danke an dich, liebe Eva, dass du den Mut hast, darüber zu sprechen. Und auch gerade die sogenannte Ehrenrunde, es hilft doch vielen Menschen weiter, dass sie sehen, jawohl, wenn man dranbleibt. Immer dranbleiben, jeden Tag dranbleiben. Und das, was er sagt, auch in der Empfehlung oder in dem Schlussmail, wo man von ihm bekommt, diese 70 Seiten, das stimmt einfach jedes Wort. Egal, ob das Nahrungsergänzungsmittel sind, sämtliche Tipps, es ist einfach. Also es sind ganz viele konkrete Hilfen und Vorschläge und Tipps drin. Ja, auf alle Fälle. Dann sage ich dir danke sehr. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und schön. Wohl und du strahlst so wunderbar, liebe Eva. Das erste Mal in meinem Leben. Ach schön. So sehr. Aber so schön. Ja. Ich wünsche alles Liebe und Gute und viel Segen für dich. Danke sehr, dass du hergekommen bist. Danke. Liebe Gabriele, vielen Dank, dass du den weiten Weg vom Saarland hierher zu uns gemacht hast, dass du den Mut hast, dich mit uns auszutauschen. Es wird sicher vielen Menschen helfen, wenn sie von ganz konkreten, realen Personen hören, was deren Erfahrungen sind. Warum bist du zu Sananda überhaupt gekommen? Welche Beschwerden oder Krankheiten oder Probleme lagen davor? Beschwerden halt einfach, dass ich nicht mehr, ich habe zwar vieles gemacht in meinem Leben, also viele Seminare besucht und viele Ausbildungen gemacht, aber habe halt im Grunde genommen gemerkt, dass es nicht das ist, was ich gerne machen wollte, und es hat mich, ich bin halt einfach stagniert und es ging halt eigentlich schlechter anstatt besser. Und ich habe vorher schon ein paar Mal die Internetseite von Sananda gefunden gehabt, und dann habe ich mich entschlossen, für das zu machen. Nochmal eine Nachfrage, Gabriele. Hast du das Gefühl, dass du beruflich stagniert hast oder in deiner spirituellen oder seelischen Entwicklung, oder gab es auch körperliche Beschwerden? Beschreib das doch noch ein bisschen mehr, dass man... Also beruflich, ja, eigentlich schon, weil ich in einem Beruf war, den ich eigentlich nicht so ausführen wollte. Ja. Und mich dann wieder auf meinen ursprünglichen Beruf zurück... Besonnen habe. Und privat und seelische Probleme halt einfach. Ich habe mich halt einfach unwohl gefühlt in allem. Also körperlich habe ich halt eine Schilddrüsen-OP gehabt, die mir viele Jahre zu schaffen gemacht hat. Aha, ja, und, aber zieht man dir übrigens aber nicht an. Ja, das ist gut. Nein, ich sag's mal direkt, weil du hast so einen hübschen Hals und den hübschen Schmuck. Man schaut ja hin, also das sieht man dir nicht an. Was ist dann passiert, als du mit Sananda zusammenkamst bzw. ihm den Auftrag gegeben hast? Das erste, was ich gemerkt habe, als alles in die Gänge kam, war halt tatsächlich einfach, dass ich mich freier gefühlt habe. Und wann war das ungefähr? Wie lange vor oder danach? Oder? Ich glaube, ich habe das Geld überwiesen um eine Woche, 2-3 Tage später sogar schon. Also kurze Zeit nach dem Auftrag, Und ich habe mich einfach definitiv viel freier gefühlt. Ja? Also der ganze Druck war einfach weg und einfach dieses,
dieses Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und nirgendwo richtig einen Platz zu finden, also das war dann weg. Also ich weiß zwar, dass ich immer noch nicht da bin, wo ich gerne wäre, aber ich bin auf dem Weg dahin. Also das ist schon und mal. Und wie lange ist das her ungefähr? Das ist jetzt über ein Jahr her. Über ein Jahr. Und was die Schilddrüse angeht, hat sich da was verändert oder? Ja, die Schilddrüse ist komplett entfernt worden, aber ich hatte halt immer noch Schwierigkeiten mit der Narbe. Also ich habe die Narbe entstört mit allem, was ich so zur Verfügung hatte, aber das hat keine Wirkung gezeigt. Und nach den Gebeten und Verfügungen von Senander und nach der Behandlung war es einfach weg und jetzt spüre ich die Narbe überhaupt nicht. Aha. Also das ist ja eine rein körperliche, direkt spürbare Sache, dass deine Narbenbeschwerden dadurch weg sind. Die sind weg, ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Stagnation was mit dir selber zu tun hatte oder mit irgendwelchen sogenannten Besetzungen oder womit, was glaubst du, womit das zu tun hat? Also das waren tatsächlich Besetzungen, weil wie gesagt, also als er mich behandelt hat, waren die auch definitiv weg. Ah ja. Und ich habe halt... In der Zwischenzeit habe ich auch den Kaffee aufgegeben, obwohl ich leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bin oder war. Und ich habe auch seitdem kein Verlangen mehr nach Kaffee gehabt. Aha. Machst du die Verfügung und Gebete, wendest du die an? Oder? Ja, täglich. Täglich? Täglich. Was eigentlich ist, morgens und abends. Ja. Also. Was ist dein Ziel so für die nähere Zukunft für dich? Weil du sagtest, du bist noch dabei, es hat sich was getan, aber es soll noch weitergehen. Ja, also beruflich möchte ich noch gerne was anderes machen. Also etwas anders, also schon in die richtige Richtung, wo ich jetzt bin, aber halt noch ein bisschen spezieller und halt eben auch noch, weil ich noch nicht genauso weiß, wo ich so geografisch hin will. Also, ach so, wo du wohnen willst. Ja, genau. Ah ja. Würdest du Senander anderen Menschen empfehlen? Ja. Warum? Ja, weil es mir geholfen hat und ich finde halt einfach, das, was einem selber gut tut und was einem geholfen hat, kann man gut weiterempfehlen. Ganz gut. Gabriele, dann wünsche ich dir alles Gute und dass du bald den Platz findest, wo du spürst, dass du gut zu Hause bist. Ja, danke. Alles schön. Liebe und Gute für dich. Danke. Danke. Uli, du bist aus dem Ostallgäu. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Uli, was waren deine Beschwerden, Krankheiten, Probleme, warum du dich überhaupt am Anfang mal an Senander gewandt hattest? Also ich habe seit 28 Jahren Probleme mit dem Rücken, zuerst im unteren Rücken, das ging mit 20 Jahren los. Dann ging es über Jahre nur im unteren Rücken, dann hat es sich in den Nacken hochgezogen, ist aber unten geblieben. Was sind das, Muskelbeschwerden oder Bandscheiben? Muskelbeschwerden, Unbeweglichkeit, zuletzt wurde jetzt vor 2 Jahren Bandscheibenvorfall, aber im oberen Bereich diagnostiziert, mit einem linken Arm, der dann taub ist bis zum Daumen vor und die rechte Gesichtshälfte eine Taubheit aufweist, mal stärker, mal weniger stark. Und das alles ist immer mehr geworden und immer intensiver. Ja. Und letztendlich hat mir das natürlich dann auch irgendwo an der Psyche einen Knacks gegeben, oder? Klar. Und ich bin dann durch Zufall im Internet umeinander gestöbert am Handy und bin auf die Seite von Senander gekommen, habe aber ganz was anderes gesucht. Und habe dann bis nachts um 3 oder 3:30 mich dort festgelesen und habe sofort einen Auftrag erteilt, weil ich dachte, das ist genau mein Ding, oder? Ich habe mich schon vorher mit spirituellen Dingen beschäftigt, aber nicht jetzt so intensiv. Ja. Ja. Bevor wir dazu kommen, lass mich nochmal zurückfragen. Seit 28 Jahren hattest du diverse Beschwerden mit dem Rücken. Das ging teilweise Muskeln, teilweise sogar Bandscheiben, teilweise mit Taubheit im Gesicht und Linken. Konnten die Ärzte und die Medikamente dir bis dahin nicht helfen? Mir konnte weder ein Arzt helfen, noch ein Heilpraktiker. Ich war Chiropraktiker? Ich war bei der Chiropraktik, ich war bei der Osteopathie. Ah ja. Ich war also du hast vieles ausprobiert. Vieles gemacht, 3-mal auf Reha. Es wurde ganz viel versucht, aber es war nichts Zielführendes dabei. Und was ist passiert in dem Moment, wo du den Auftrag gegeben hast? In dem Moment, wo ich den Auftrag gegeben habe, habe ich... Ich dachte, es kommt so ein Riesenschub, wie man es in den Feedbacks gelesen hat, war jetzt bei mir nicht der Fall. Mhm. Was sich bei mir verbessert hat, das war ungefähr so nach 4 Wochen, dass sich meine Psyche einfach stabilisiert hat. Ja. Ich habe das nicht mehr so in mich reingefressen. Ich war auch 9 Monate arbeitsunfähig. Das hat sich verbessert, dieser psychische Zustand. Mhm. Ich bin dann wieder arbeiten gegangen, trotz der körperlichen Beschwerden. Die haben sich nach und nach verändert. Vorher war alles nur stagniert. Ich hatte keine Veränderung in den Beschwerden. Da kam Bewegung rein. Da kam einfach eine andere Intensität rein. Das hat sich getan.
Und was sich ganz stark verbessert hat, ist die Beweglichkeit am ganzen Körper. Ich konnte früher den Kopf nicht drehen beim Autofahren. Aha. Ich kann jetzt wieder rückwärts ausparken und kann meinen Kopf drehen, ich kann mich bücken, ich kann vollkommen neue Beweglichkeit kam. Also das hat sich sehr, sehr zum Positiven verändert. Wann war der erste Auftrag? Wie lange ist das ungefähr? Das war im Januar 17 hatte ich den ersten Auftrag. Also ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr. Genau, richtig. Und jetzt hat die Beweglichkeit, die hält noch an? Die hält noch an, die wird auch nach und nach besser, noch besser. Und ich merke auch, dass diese Gebrechen, ich nenne es jetzt mal Gebrechen, sich verbessern. Es haben sich auch viele, viele Kleinigkeiten, die sonst noch dabei waren, so unterschwellig, die haben sich auch vollkommen verändert und aufgelöst. Und die Taubheit auf der linken Seite mit dem Arm und auf der rechten Gesichtshälfte? Das ist auf dem Weg der Besserung. Das spüre ich, das wird ganz deutlich besser. Das ist so ein Gefühl, als würde der jetzt jeden Moment aufwachen. Also da passiert was. Ja. Ich habe das auch bei, ich habe noch 5 andere Leute mitbehandeln lassen. Aha, wussten die von der Behandlung? Nein, die wussten nichts davon. Und eins war ganz interessant, das war meine Mutter, die, seit ich denken kann, leidet die an Depressionen. Ja. Und bei der hat sich innerhalb von 2-3 Monaten ihr Wohlbefinden total verbessert. Es hat sich um 180 Grad gedreht. Sie nimmt wieder am Leben teil, sie ist wieder gesprächig. Das war für mich so ein Knackpunkt, dass ich sage, das ist genau der richtige Weg. Da ist was passiert. Und bei meiner Mutter, die über Jahre Tabletten genommen hat, gehen natürlich auch die Nierenwerte dann irgendwann in den Keller. Die waren schon ziemlich weit unten. Ja. Ich habe jetzt meinen Vater gebeten, er soll die doch mal wieder messen lassen. Und die haben sich innerhalb von einem Jahr jetzt deutlich verbessert, ohne irgendwas zu nehmen, zu tun, zu machen. Weiß deine Mutter von dem? Nein, die weiß davon nichts. Und das sagst du auch nicht? Nö, ich sag sie auch nicht. Aber hat deine Mutter sich nicht selber gewundert gegenüber dir oder deinem Vater? Mensch, komisch, Misch. Ich weiß gar nicht, warum, mir geht es besser oder so. Die freut sich, dass es auch meine Schwester... Aber hat sie bemerkt, dass es ihr deutlich besser geht? Natürlich, klar. Und man merkt es ja auch, wenn sie zu Besuch kommt, wie es ihr deutlich besser geht. Also das ist war ein Riesenerfolg. Und was noch ein ganz großer Punkt war, das war bei meiner Tochter, die hatte sehr viele Warzen an den Zehen und eine riesig große am Daumen. Aha. Und die am Daumen, da habe ich auch dem Sananda Bilder geschickt davon, die wurde erstmal nach einem halben Jahr noch deutlich größer. Und dann hat sie sich... Also eine sogenannte Erstverschlimmerung. Eine richtige Erstverschlimmerung. Ja. Die wurde aber dann innerhalb von 14 Tagen, hat sich die aufgelöst, als wäre die nie da gewesen. Hm. Wie alt ist deine Tochter? Die ist 12. Ah ja. Hat sich riesig darüber gefreut, dass das natürlich, weil ein kleines Mädchen mag ja nicht damit das rumlaufen. Stört ja irgendwo. Ja, eben. Und an den Zehen war es so, die haben sich dann auch nochmal richtig verstärkt, aber erst wieder ein halbes Jahr darauf, also nach einem Jahr eigentlich, kam dann nochmal richtig was raus so und auch innerhalb von 14 Tagen waren die alle weg, wie weggeblasen. Sieht man nichts mehr. Würdest du es einander weiterempfehlen? Ich würde es tun und ich habe es getan, auch meine Schwester hat einen Auftrag gestellt und ich habe noch einen Folgeauftrag gestellt. Aha. Weil es einfach, weil ich merke, das ist der richtige Weg. Ja. Und zu all dem hat sich auch die Sicht der Dinge für mich persönlich verändert. Also ich sehe viele, viele Dinge ganz, ganz anders und das ist der richtige Weg. Uli, danke, dass du vorbeigekommen bist. Bitteschön, gerne. Dir und deiner Familie alles Liebe und Gute. Danke. Servus. Ciao. Lieber Toni, danke, dass du aus dem Zürcher Oberland zu uns gekommen bist. Du hast ja eine ganz besondere Geschichte. Du bist Landwirt. Zumindest Landwirt gewesen. Erzähl uns und unseren Zuschauern ein bisschen was von deiner Geschichte. Wie du zueinander gekommen bist, was du vorher gemacht hast. Also zuerst mal fühle ich mich immer noch als Bauer, einfach anders als jetzt. Und zueinander bin ich eigentlich geführt worden durch ein Interview im Internet und ich habe einfach so schnell stark eine Verbindung gespürt. So angezogen gefühlt und das hat gar nicht so lange gedauert, dass ich da einen Auftrag ihm gegeben habe. Gut. Und die, ja, die Veränderung, die ist halt, also wir, oder sag mal so, wir hatten, wir haben immer noch, aber damals waren wir in der Nutzung mit den Tieren. Du hattest, oder ihr hattet einen Bauernhof genau. Im Zürcher Oberland. Was war das? Was für eine Art, habt ihr Vieh gehabt? Habt ihr Ackerbau gehabt? Was habt ihr gemacht? Wir haben bis vor etwa 2 Jahren haben wir die Kühe gemolken. Mhm. Und das war dann mal so ein Schritt, den wir schon gemacht haben, weil wir die Kälber nicht mehr von den Kühen wegnehmen wollten, haben wir auf Mutterkuhhaltung umgestellt, aber nur mit Tiernutzung, also ohne Ackerbau. Das ist im Zürcher Berggebiet halt. Gut, ja. Ja.
Und Sananda hat mal in einem Interview gesagt, er ist mit seinen Energien wie ein Starterkabel, wie eine Starthilfe. Mhm. Und das habe ich so stark gemerkt. Diese Energie, diese Kraft, dieses Vertrauen, das da gekommen ist. Warum hast du ihm überhaupt einen Auftrag gegeben? Hattest du persönlich oder deine Frau oder Kinder, hattet ihr körperliche Beschwerden oder ging der Betrieb nach unten, weil kein Geld mehr da war? Oder was war der Auslöser? Ja, wir sind da schon, auf der Suche waren wir schon und diese Anziehung, die war einfach so stark und irgendwo, das wusste ich damals noch nicht, aber als ich den Auftrag gegeben habe, aber es war halt nicht mehr stimmig, was wir gemacht haben. Aha. Es war nicht, körperliche Gebrechen waren keine da eigentlich. Und auch keine finanzielle Notlage, nein, sondern eher das Gefühl, Achtung, da stimmt was nicht und jetzt durch die Begegnung auseinander, ja, kam ein Impuls, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Was ist passiert, nachdem du den Auftrag gegeben hast? Es hat sich einfach alles noch verfeinert. Ich habe die Tiere als Wesen wahrgenommen. Ich habe sie gesehen, gespürt, was in ihnen steckt. Und so die Verbindung hat so stark zugenommen, dass ich kann und konnte, einen Tag auf den anderen konnte ich das nicht mehr machen, was wir vorher gemacht haben. Aha. Und ohne irgendeine Absicherung oder so, bin ich ins Haus gegangen, habe zu meiner Frau gesagt, jetzt das, als wir die letzten damals verkauft haben, das waren, jetzt ist fertig, jetzt mache ich das nicht mehr. Und ich wusste und spürte, es geht weiter, ich wusste noch nicht wie. Aha. Aber das einfach diese... Das heißt, ihr habt auf Deutsch gesagt, weil das nicht jeder sonst nachvollziehen kann, ihr habt die typische Milchwirtschaft, bei der Kühe gefüttert werden, dann befruchtet werden, dann Kälber kriegen, die ihnen früh weggenommen werden, damit sie Milch geben und wo die Kälber für Kalbfleisch verkauft werden, auf Deutsch gesagt geschlachtet werden und so weiter. Erst einmal langsam Achtung, die Kälber nicht mehr wegnehmen, aber dann plötzlich ganz anders. Ich wiederhole das nur deswegen, Toni, weil nicht jeder schon gar nicht in der Stadt weiß, was bedeutet das eigentlich. Was macht ihr denn jetzt? Ja, also nochmal vielleicht, als wir vom Melken wegkommen sind, war das diese Mutterkuhhaltung. Und das kommt von der Haltung her, kommt das ja der Natur schon relativ nahe. Mhm. Aber das ist Fleischproduktion. Dann. Die Kälber werden ja dann einfach geschlachtet, oder? Und jetzt sind wir ein Lebenshof. Jetzt sind wir ein Lebenshof, das heißt, wir wollen den Tieren, die bei uns sind, also die Kühe mit ihren Kälbern, ein Leben auf Augenhöhe ermöglichen, ohne dass sie auf irgendeine Art genutzt oder ausgenutzt würden. Sie dürfen bei uns sein, bis ein natürlicher Tod kommt. Und wie verdient ihr euren Lebensunterhalt dann? Wenn jetzt keine Milch, Milch ist ja nur noch wenig dann. Ja, wir nutzen sie Tiere gar werden gar nicht geschlachtet. Genau. Habt ihr jetzt Ackerbau gemacht? Oder du sagst, geht ja gar nicht. Ja, Wie kannst du den Lebensunterhalt dann für dich und deine Familie verdienen? Wir sind mit einem anderen Lebenshof. Das war dann auch ganz interessant, wie der Schritt, die ist gewagt. Ja. Als wir den Schritt gewagt haben, einfach ins Leere raus, ohne zu irgendeine materielle Sicherheit zu haben. Ja. Das war für mich ganz ein starkes Erlebnis fürs ganze Leben, weil dann sind die Türen aufgegangen, plötzlich. Und wir sind auf einen Hof Nahr gestoßen, das ist eben ein anderer Lebenshof, der hat schon große Erfahrung und ein großes Netzwerk und mit ihnen arbeiten wir zusammen. Und über sie und mit ihnen zusammen sind jetzt Patenschaften zustande gekommen. Mhm. Das heißt, es sind Leute, die uns und unsere Tiere unterstützen, die das eben... Die finanziell was dazugeben. Genau. Und, so ähnlich und ich wie Eiderbichl in Österreich zum Beispiel. Oder? Genau. Gut Eiderbichl. Genau. Das hat zum ja Beispiel auch keine Nutzung. Genau. Und ich sehe das immer so, das zeigt auch, wie schief unser System ist, wenn vorher haben wir den Tod verkauft. Und das fanden alle okay. Und jetzt sage ich, wir verkaufen das Leben. Mhm. Habt ihr denn sozusagen
Touristen oder Gäste, die zum Beispiel ein paar Tage lang bei euch auf dem Hof übernachten, wie es ja manchmal Ferien auf dem Bauernhof gibt bisher. Macht ihr sowas auch? Also das ist am letzten Herbst, das ist jetzt ein gutes halbes Jahr, dass wir aus der Nutzung ausgestiegen sind. Und wir auf unserem Weg waren wir so bis jetzt ziemlich für uns. Und das war auch schön. Und jetzt haben wir natürlich den Hof aufgemacht, das gehört auch dazu. Die Öffentlichkeitsarbeit ist uns auch sehr wichtig, weil wir merken, dass die Masse der Menschen ist so weit weg vom wirklichen Geschehen, was da, die haben keine Ahnung, was hinter Tiernutzung steht. Mhm. Da sind viele Dogmen, viele Irrglauben da und das ist uns sehr wichtig, das der Öffentlichkeit da mitzuteilen. Und dann kommen Leute auf den Hof, wir haben Besuchstage und dann können sie die Tiere erleben oder die Paten kommen halt und so. Ja. Und generell sind wir sehr offen, was alles da wachsen kann. Aber wie gesagt, sind wir halt noch ganz am Anfang. Oder? Gibt es von euch auf Facebook oder gibt es ein Video über euch? Ich meine nämlich, ich hätte irgendwo mal dich und deine Familie gesehen. Ja. Mindestens mit einem Bild. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es ein Foto war oder ein Video. Das ist auf unserer Homepage. Wir haben einen kleinen Film gemacht vom Ausstieg. Ja. Und das können wir ja hier im Interview einblenden dann, dass man die Webseite einfach reinblendet, damit man das kennt. Toni, gibt es noch was du vielleicht sagen möchtest, Menschen, die nun nicht diesen sozusagen besonderen bis extremen Veränderung machen würden wie du? Gibt es noch was du Menschen auf den Weg geben möchtest, was du spürst, was über Sananda oder durch Sananda für Impulse kommen zur Veränderung, zur Lebensveränderung, zur Bewusstseinsveränderung? Ja, das ist sehr, sehr viel, was da, ich kann einfach sagen, was ich das gespürt meine. Und genau. Ich habe ein anderes Bewusstsein gekriegt durch ihn. Wir sind Dinge wie Schuppen von den Augen gefallen ein Puzzle hat sich so ergänzt. Ich habe mich dann auch viel interessiert für Dinge, selber recherchiert und habe immer gesehen, wie wieder etwas zusammenpasst. Und einfach von der Veränderung her merke ich auch, dass ich bin feinfühliger geworden. Ich habe Dinge, die ich jetzt wahrnehme. Ich bin noch nicht hellsichtig, sage ich mal, aber ich spüre, wenn andere Energien da sind, oder ich durch die Gebete und Verfügungen und die ganze Hilfestellung, die er uns mitgibt, kann ich meinen Alltag auch selber bewältigen? Kann ich Ablösungen machen bei den Tieren, bei unserer Familie? Ja, das merke ich halt auch, das hat sich auch verändert. Dass die Tiere, gerade die Tiere, sie werden vermehrt halt angegriffen jetzt. Und ich nehme es aber wahr und ich merke auch, wenn die Energie wieder weg ist, meistens. Ich bin viel feinfühliger geworden. Und vielleicht ein schönes Bild, das hatte ich mal letzthin im Bett, vor dem Einschlafen, da ist mir so ein Bild vor dem inneren Auge gekommen, ohne dass ich es mir vorgestellt habe, da habe ich einen ruhigen Fluss bis auf den Grund gesehen, alles ganz klar, die Steine, alles. Und das ist mir so wie, du hast einen klaren Durchblick. Ist mir so gesagt worden mit dem Bild. Das fand ich ganz schönes Bild. Bei mir sind vor allem die Wahrnehmungen, die sich geändert haben. Ja. Sehr schön. Toni, ich wünsche dir und deiner Familie und eurem Hof alles Liebe und Gute und dass viele Menschen euch unterstützen und dass das noch bekannter wird. Danke sehr, dass du zu uns gekommen bist. Dankeschön, Toni. Ist denn jeder Mensch und auch jedes Tier heilbar von allen Krankheiten? Und wenn nein, warum nicht? Grundsätzlich ist jeder Mensch und jedes Tier heilbar. Grundsätzlich. Es gibt keine Krankheit auf diesem Planeten, auf diesem Universum, egal wo, Galaxie, die nicht heilbar ist. Jede Krankheit bei jedem Mensch und bei jedem Tier ist heilbar. Bei den Tieren sieht es ein bisschen anders aus mit dem Bewusstsein,
weil die ja jetzt nicht so schnell wie wir Menschen Erkenntnisse sammeln können. Und deswegen sind sie auch nicht hier unbedingt, die Tiere. Die Tiere sind ja da, um uns Menschen zu helfen. Sie dienen uns, sie vollbringen quasi einen Liebesdienst. Deswegen bekommen Tiere oft die Gnade Gottes und werden geheilt, wenn man dementsprechende Maßnahmen ergreift, um das Tier behandeln zu lassen. Und bei Menschen sieht es eben so aus, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es steht und fällt alles mit dem Bewusstsein. Das heißt, wenn die Erkenntnisse da sind, kann eine Spontanheilung geschehen. Wenn keine Erkenntnisse kommen, wenn der Mensch quasi auf stur schaltet und die Krankheit mit allen Mitteln bekämpfen will, dann wird er verlieren. Weil eine Krankheit kann man nicht bekämpfen, da wird man immer verlieren. Man kann nur im Bewusstsein steigen und die notwendigen Erkenntnisse erlangen. Und letztendlich geht es auch hier um Energie. Also Krankheit ist ja immer ein Zeichen von mangelnder Energie oder Energieblockaden oder von Besetzungen. Und da muss man natürlich auch beachten, dass man die Besetzungen wegmacht bei den Tieren und den Menschen und den Menschen und den Tieren notwendige Energien zuführt, damit überhaupt ein Heilprozess stattfinden kann. Weil einfach so von alleine kommt es nicht. Liebe Christine, danke, dass du von der Weinstraße zu uns hierher gekommen bist am Bodensee. Was waren die Auslöser, die Ursachen, die Beschwerden, warum du dich überhaupt an Zernander mal gewandt hast? Ich hatte eine Phase gehabt, wo ich tief in meinem Inneren unzufrieden war. Ja. Wo ich mich in einer Umbruchphase befand. Ja. Und ich fühlte mich sehr stark blockiert, um überhaupt zu erkennen, warum bin ich überhaupt hier auf der Welt. Gut, das war also sozusagen eine seelische Desorientierung oder eine seelische Verlorensein. Gab es auch physische Beschwerden dazu? Ja, die gab es auch. Magst du sagen, was das war? Ja, ich hatte wirklich oben vom Schädel aus bis hin zum Steißbein hin Rückenschmerzen gehabt, sodass ich in meiner Bewegungsfähigkeit und auch in der Ausdauer immer stärker eingeschränkt war. Aha. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass mein Körper zunehmend schwer wurde wie eine Bleimatte. Als hätte ich so eine Bleimatte um mich herum getragen. Und was haben denn Ärzte, du bist ja sicher mal zum Arzt gegangen und hast gefragt, ja, sagen Sie, ich habe da was so vom Rücken bis zum Steißbein, ich fühle mich unwohl, mir tut es weh, ich fühle mich schwer. Was wurde denn diagnostiziert und was wurde therapiert oder eben auch nicht? Ich habe mich von der Therapie entfernt, weil ich festgestellt habe, dass diese Beschwerden weniger physischer Natur waren, sondern vielmehr psychischer Natur. Ich habe eine sehr gute Physiotherapeutin und die hat sehr viel Physiotherapie gemacht, sodass die Beschwerden immer wieder gelindert wurden. Aber sind denn mal diagnostiziert worden ärztlich, woher das überhaupt kommt? Das konnte man überhaupt nicht feststellen. Ah, da konnte nichts festgestellt werden? Das Ganze war dann eben halt nicht festzustellen. Gut. Daher habe ich dann da auch nicht mehr weitergemacht, sondern ich habe nach eigenen Wegen gesucht. Genau. Und wie bist du zu Zernander dann gekommen? Ja, und hinzu kam dann, dass ich mich 2014 am Ohr habe operieren lassen. Ja. Ich habe von Kind auf eine wohl angeborene Schwerhörigkeit. Ja. Und ich hatte dann ab dem 15. Lebensjahr dann eine sehr starke Hörverminderung bekommen, sodass ich immer schlechter gehört habe. Aber jetzt kannst du mich gut verstehen oder soll ich deutlicher sprechen? Genug, du sprichst deutlich genug, ich kann sehr gut verstehen. Gut, Entschuldigung, ich wusste es ja vorher nicht, deswegen frage ich nach. Ja, gut, danke. Ja. Und dann bekam ich so starke Hörschwankungen, Hörte entweder auf dem linken oder auf dem rechten Ohr. Sodass ich mich 2014 entschieden habe, mir ein Cochlea-Implantat implantieren zu lassen. Mhm. Das ist so ein künstliches Innenohr. Und habe dann habe ich mich operieren lassen. Und nach der Operation hatte ich auf einmal eine schwarze Wolke im Kopf. Die konnte ich nicht wegwischen, gar nicht. Und ich habe dann immer irgendwas mit mir herumgetragen. Und das war sehr unangenehm. Und dann mit der Zeit hat sich diese schwarze Wolke die über meinen Körper gezogen, über meine rechte Körperhälfte. Mhm. Dann wurde es aber immer grauer und irgendwas musste ich da reingesetzt haben. Und ich konnte mit meiner rechten Gehirnhälfte überhaupt nicht mehr denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel gelesen habe, habe ich nach kurzer Zeit vergessen, worum es überhaupt ging. Ich musste immer wieder von vorne anfangen. Und da war schon sehr verzweifelnd.
Dann lass mich, Christine, das nochmal zusammenfassen, kurz für unsere Zuschauer, weil das ja doch sehr viel ist. Und dann komme ich zur Frage, wie du zu Zananda gekommen bist und was Zananda dann nach dem Auftrag gemacht hat. Ja. Das heißt, du hast gespürt, einmal vom Kopf her runter bis Rückgrat, bis zum Steißbein, Schmerzen, bleierne Schwere. Du hast ein bestimmtes Verlorenheitsgefühl gespürt. Du hast angeboren eine Hörschwäche. Du hast, als das stark geschwankt hat, dich operieren lassen. Die Operation hat vielleicht was gebracht. Zwischendurch hat die Physiotherapeutin dir Linderung verschaffen können, aber man hat keine Ursachen diagnostizieren können. Nach der Operation hast du das Gefühl gehabt, dass auf der rechten Seite sozusagen etwas erst Dunkles oder dann Graues, etwas, was dich belastet ist. Na, also das klingt ja ganz merkwürdig. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das jetzt selber mal so zusammenfasse und sage. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Genau. Ich habe dann sozusagen ins Universum gebracht. Mhm. Warum ist das so? Ich habe nach den Antworten gesucht. Dann eines Morgens, das war 2015, jedenfalls eines Morgens war das so, da ging bei mir so ein Vibrieren los. Ja. Ja, hat's verdient. Und ich wurde inspiriert, einkaufen zu fahren. Mhm. Dann bin ich einkaufen gefahren und dann im Supermarkt wurde ich inspiriert, ging das wieder los, ich soll eine bestimmte Zeitschrift kaufen. Mhm. Dann habe ich eine Zeitschrift gekauft, aber ich habe nichts Nennenswertes gefunden, einen Artikel. Aber da war ein Inlet bei und dort war so eine Buchwerbung. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, ich habe das auseinandergezogen, da war eine braune Platte oben drauf und das Buch voneinander, das strahlte heraus. Und wie ich dann den Titel gelesen, den Titel gesehen habe, die unglaubliche Wahrheit über Indigo, wusste ich, hier finde ich die Antworten auf meine Fragen. Aha, so bist du zueinander gekommen. So habe ich das Buch bestellt. Ich habe in zwei Tagen durchgelesen und war sehr da und da wusste ich, was dieser Schatten bedeutete. Dass es hier um eine Besetzung oder irgendwas handeln musste. Das heißt, der Schatten ist eine Besetzung. Was ist passiert, nachdem du Zananda den Auftrag gegeben hast? Dann habe ich dann zwei Wochen später etwa habe ich den Auftrag gegeben und dann habe ich gleich diese Wirkung gespürt. Sobald ich mich hingelegt habe, dann vibrierte mein ganzer Körper und vor allem mein Kopf brummte und ich merkte, wie alles aus mir herausgezogen worden ist. Dann mit einem Schlag war der Schatten weg, mein Kopf wurde klar und meine Schmerzen sind von heute auf morgen weggegangen. Ich hatte keine Rückenschmerzen mehr, ich habe keine Gewebeschmerzen mehr gehabt, also die wurden mit dem im Laufe der Zeit immer weniger. Ich konnte auf einmal wieder Treppen steigen und die Bleimatte wurde abgelegt. Und ich habe eine ganz andere Sichtweise auch zum Leben selbst bekommen. Und ich bin feinfühliger geworden. Mhm. Und das Einzige, was dann noch geblieben waren Schmerzen im Knie. Ich habe dann immer so ein Knacken gehabt, wenn ich mich gebückt habe, konnte mich nicht am Knie abstützen. Mhm. Und jetzt, dann habe ich einen Folgeauftrag gegeben und dann auf einmal bekam ich ganz starke Knieschmerzen und ich musste mich dann hier schonen. Das ist so eine Art Erstverschlimmung, wie man manchmal hört. Da kam so eine Schwellung, das dauerte ungefähr 3 Wochen an und dann waren auch die Schmerzen im Knie weg. Und ich merkte dann, ich war dann beim Renovieren, beim Tapezieren und Streichen und musste mich da aufbücken. Ja. Dann merkte ich auf einmal, meine Knie knacken gar nicht mehr. Und die Schwellungen sind weg und die Schmerzen sind weg. Und dann habe ich eine unglaubliche körperliche Kraft bekommen. Also vor 2-3 Jahren hätte ich das niemals machen können. Wie geht's dir jetzt? Unglaublich stark. Ich fühle mich psychisch stabil, stärker. Ich bin nicht mehr so leicht zu beeinflussen. Ich höre immer stärker auf meine Intuition. Da fasse ich auch noch sagen wollte, mit der Hörverschlechterung kam der Tinnitus. Und dieser Tinnitus, den habe ich jetzt seit 33 Jahren, und dieser Tinnitus hat dafür gesorgt, dass ich desorientiert war. Ja. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht zuhören, ich konnte gar nicht mehr so richtig, also meine Konzentration nahm dermaßen ab. Um mich vom Tinnitus abzulenken, habe ich mir ein Gedankenkarussell erschaffen, sodass ich dann den Tinnitus nicht mehr so wahrgenommen habe. Und da merke ich, dass ich das viel besser unter Kontrolle habe und dass der Tinnitus immer weiter abschwächt. Und das so auch der Gedankenkarussell gestoppt werden kann. Den habe ich besser unter Kontrolle. Christine, würdest du anderen Menschen Zananda empfehlen? Ja, habe ich auch von einigen. Und einige haben dann auch
Auftrag gegeben miteinander und die spüren alle positive Erfahrungen, positive Auswirkungen, dass sie auch Veränderungen festgestellt haben. Und ja. Sehr gut. Ich sage ja. Danke sehr. Ja. Alles Liebe und Gute. Dankeschön. Herzlich willkommen, Claudia und Adrian. Ihr seid aus dem Kanton Zug gekommen, aus der Schweiz zu uns. Vielen Dank. Warum habt ihr euch ursprünglich mal aneinander gewandt? Welche Beschwerden? Ihr seht so strahlend und gesund und fröhlich und glücklich aus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ihr irgendwelche Beschwerden gehabt hättet, warum ihr euch aneinander gewandt habt. Ja, also meine Frau hat am Internet, Fernsehen, ist sie aneinander gestoßen. Mhm. Und hat das interessant gefunden, was er in einem Interview gesagt hat. Ich glaube, mit dir war das ein Interview. Genau. Und dann haben wir es zusammen mal angeschaut, die verschiedenen Interviews. Und ja, so hat es angefangen. Und dann wurden wir langsam eben noch überzeugt, was zueinander erzählt hatte. Und ich habe gedacht, nein, jetzt schauen wir alle die Videos. Und nach den Videos kamen die Bücher. Bitte Bücher bestellen. Und wenn die Bücher da zu Hause waren, es war etwas total unglaublich, einfach diese Bücher zu lesen. Und Ja, und auch die Homepage von zueinander haben wir natürlich regelmäßig angeschaut. Mhm. Und ja, eben die Bücher, also er hat es, glaube ich, in einem Programm von dir mal vorgestellt. Da habe ich gedacht, das muss ich lesen. Ja, das ist, aber hattet ihr denn konkrete Beschwerden oder Probleme oder Krankheiten, dass ihr sagt, wir geben einen Auftrag oder für die Familie oder für die Kinder? Ja. Warum nimmt man seine guten Dienste in Anspruch oder bittet darum? Warum erteilt man einen Auftrag? Wir haben oder ich habe immer gespürt, fällt mir etwas oder ich war am Suchen und ich wusste nicht genau wohin, aber ich wusste, ich brauche etwas, aber Sananda hat mir das der Weg gezeigt und einfach nicht nur mir, sondern wir als Ehepaar. Klar, wir haben schon vor 2 Jahren angefangen, spirituell uns zu interessieren für gewisse Themen, also auch nach Besetzungen, Wesen. Hattet ihr denn das Gefühl, dass bei euch welche sind? Ja. Ja. Aha, hat ja ein bisschen lange gedauert, bis ich jetzt rauskomme, zum Punkt komme, warum ihr euch hingehalten. Wie hat sich denn das geäußert? Ich hatte wenig Geduld mit den Kindern, in dem Alltag. Ich wusste, etwas stört mich, ich bin nicht in meiner Mitte. Mhm. Und ich war immer sehr wütend wahnsinnig. Wütig verstehe ich schon. Ja. Und das hat einfach alles auf die Familie auch noch angesteckt. Und das war das Problem. Wann habt ihr den Auftrag aneinander erteilt? Vor ungefähr? Das war im Dezember letztes Jahr, also Dezember 2017. Also das ist ein halbes Jahr, knappes halbes Jahr her. Genau, Was hat sich getan? Habt ihr irgendwas bemerkt? Wann habt ihr was bemerkt? Sofort. Was heißt sofort? Wir haben diese positive Energie gespürt. Ja, aber was heißt sofort? Wann nach sofort? Nach der Bezahlung einfach, das wussten wir genau. Also die ersten Tage schon, Das ist interessant, weil ihr nämlich nicht die Ersten seid, die sagen, komischerweise, in dem Moment, wo bezahlt worden ist, wo die Überweisung oder wie auch immer es war, deswegen frage ich so nach, weil mich das so interessiert. Das war so. Und es war so wie eine Ruhe, eine Freude. Die innere Ruhe, Ausgeglichenheit. Und man fühlt sich einfach, einfach viel entspannter. Und man schläft besser. Und es ist einfach, das ganze Leben ist plötzlich irgendwie ruhiger und entspannter. Und wenn man morgen aufwacht, dann fühlt man sich wie in Watte gepackt. Ja. Und klar, dann haben wir auch angefangen mit den Gebeten. Die Ablösungen, die Reinigung täglich. Also ich mache das jeden Morgen, glaube ich, du auch. Ja, 3-mal am Tag. Ja. Und das ist meine Meditation eigentlich. Mhm. Und das hilft. Wie lange dauern die so ungefähr, jeder? Ja,
so ungefähr eine Viertelstunde. Klar, es kommt darauf an, es gibt das. Das war einfach so ungefähr, weil ja viele zuschauen jetzt, die nicht wissen, für die ist das gemeint, diese Information. Ja, es gibt da verschiedene Gebete. Ich glaube, jeder kann für sich die aussuchen, die für ihn am besten stimmen. Und dann je nachdem, wie viel das man macht, klar, kann man zwischen 10 Minuten, das kann vielleicht auch länger sein. Könnte man eigentlich sagen, Adrian und Claudia, dass ihr eigentlich ein zufriedenes, im positiven Sinne durchschnittliches Leben geführt habt und gemerkt habt, dass es noch viel besser sein kann? Weil ihr ja nun nicht diejenigen seid, die sagen, ich habe gerade was am Knie gehabt oder ich konnte nicht mehr hören oder so. Würdet ihr denn anderen Menschen, die keine konkreten Beschwerden haben, das auch empfehlen? Auf jeden Fall. Ja, es geht auch um die innere Ruhe und das, die Ausgeglichenheit. Und auch der Sinn, man sucht ja immer den Sinn des Lebens. Und die Blockaden auch auszulösen. Habt ihr Familienpaket gehabt? Ja. Habt ihr irgendetwas bemerkt an den Kindern? Denn denen werdet ihr das ja nicht gesagt haben, vermute ich. Nein, natürlich nicht. Aber habt ihr sozusagen an der Familie, vielleicht auch Freunde oder Verwandte oder Eltern bemerkt, wenn ihr das mal noch kurz antönen lasst? Schwiegereltern. Ah ja gut, meine Eltern waren auch mit in dem Paket. Und ich glaube schon, dass sie sich besser gefühlt haben, weil wir haben ihnen nichts gesagt am Anfang. Und ich habe sie mal gefragt, meine Mutter, wie geht's und so. Sie hatte viele Beschwerden aus verschiedenen Gründen. Und, schon auch gesundheitlich. Ja, klar. Und sie hat ihm gesagt, ja doch, gut und so. Und ich habe das Gefühl, über den Winter, jetzt während dieser Behandlungszeit, hat sie sich wirklich besser gefühlt als früher. Und mein Vater auch. Auf jeden Fall, ja. Und die Kinder, du hast da so geleuchtet, als ich die Kinder angesprochen hatte. Ja, das ist unglaublich, einfach wie sie sich verändert haben. Oder eigentlich, ich habe mich verändert und jetzt ist wirklich, würde ich sagen, es ist Harmonie pur. Klar, es gibt schon Auseinandersetzungen, aber wir nehmen das miteinander nicht in diese Grad wie früher. Ja, eben auch da sind wir entspannter und ausgeglichen. Und die Kinder, merkt schon, die Atmosphäre zu Hause ist einfach ruhiger, friedlicher als früher. Ja. Das merkt man schon. Ja. Gibt es am Schluss noch was, was euch noch einfällt, was ihr gerne anderen mit auf den Weg geben wollt? Ja, ich würde auf alle Personen das empfehlen und dass wir noch einen anderen Auftrag machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde noch einen. Das heißt, jetzt, weil wir in der Öffentlichkeit sind, hat die liebe Claudia dich jetzt gerade aufgefordert. Nein, das war schon klar. Also habt ihr das schon abgesprochen? Ich dachte, du hättest das noch als kleine Schubkraft benutzt. Nein, das ist schon klar, dass wir es wieder machen. Das haben wir schon abgesprochen. Sehr schön. Dann sage ich danke sehr. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Alles Liebe und Gute für eure ganze Familie. Vielen Dank. Danke. Wiederschauen. Danke dir. Tschüss. Liebe Marcella, vielen Dank, dass du aus dem Allgäu zu uns gekommen bist am Bodensee. Du bist ursprünglich aus Prag. Meine Frage, warum hast du dich ursprünglich an Sananda gewandt? Welche Themen, Probleme, Beschwerden, Krankheiten hattest du? Ja, also ich kam bewusstheitsmäßig nicht mehr weiter. Und per Zufall, würde ich sagen, der gar keine war, habe ich an einem Webseminar, also Seminar im Internet, teilgenommen. Der fand aber nicht statt. Das war mein erster und mein letzter. Und da im Chat schrieb ein Teilnehmer eine Webseite. Und diese habe ich mir aufgeschrieben. Und bin ich auf diese Webseite und mache ich diese Webseite auf. Und da war ein Foto von Sananda. Und so bin ich auf ihn gekommen und habe gesagt, wer ist das denn? Und gefällt mir, bin auf dann seine Seite und so kam ich auf ihn. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Beschwerden, also es waren Beschwerden Anfang der Wechseljahre, das heißt praktisch Austrocknung der, also man fühlte sich wie ausgetrocknet. Und Hitzewallung. Nein, eben nicht diese, normalen Probleme, mehr so Schrumpfung, Verkürzung der Sehnen, Muskelschmerzen und auch Durchlässigkeit der Schleimhäute im ganzen Körper.
Also relativ klare physische, physiologische, körperliche Beschwerden. Ja, ja, die haben 1000 Namen in der Schulmedizin, ja. Aber das habe ich ja nicht gesammelt, sage ich mal so. Und da konnte dir die Schulmedizin nicht helfen? Nein, das kann jetzt nicht helfen, weil die sagen, das ist entsprechend dem Alter. Ne? Und ich bin ja 65 Jahre, deswegen konnten die mir nicht helfen. Mhm. Und nachdem ich dann einander beauftragt habe, dann ging das Schritt für Schritt, hat sich gebessert. Wann ja. Hast du, vor wie vielen Monaten oder Jahren hast du ihn beauftragt? Also ich habe 2015, ganz am Anfang, ja. War das. Und dieser Vorgang ging aber immer so schrittweise. Ne? Am Anfang war dann starke Besserung, ja. Und dann wieder stagnierte das. Ich muss sagen, das hing auch sehr viel oder hängt bis jetzt von der Ernährung ab. Also ich habe mich schon damals gesund ernährt, aber ich habe noch seitdem auch viel umgestellt. Mhm. Ja? Und theoretisch von der Schulmedizin diese Prüfung übers Blut, da dürfte ich praktisch nur vier Lebensmittel essen, Bananen und noch ein paar andere. Damit ich dann so keine Verträglichkeitsprüfungen sind das, oder was? Ja, Allergie ja, oder ja, Verträglichkeitsprüfungen? Allergien ja. auf Lebensmittel. Also das habe ich auch sehr stark eingeschränkt jetzt. Dass ich versuche wirklich, wenn es nicht notwendig ist, also diese anderen Sachen, die mir nicht gut, eben nicht zu essen. Mhm. Und es bessert sich halt Schritt für Schritt. Aber es kommt dann auch, würde ich sagen, so in Schüben. Aha. Ja, dass ich plötzlich merke, über irgendeine Nacht ist alles viel, viel besser. Dann ist meine Haut, wie sie früher war zum Beispiel. Ah ja. Ja. Und selbstverständlich hängt das auch sehr viel mit Stress zusammen. Wenn bestimmte stressige Situationen kommen, dann das kann auch noch von Unterbewusstsein her sein, dass eine stressige Situation ist, die vielleicht nach außen gar nicht als Stress aussieht. Und dann wird sofort die Haut dann auch trockener und praktisch fühlt sich da. Und dann versuche ich eben, das zu vermeiden. Marcella, bist du in irgendeiner Weise drauf gekommen, was die Ursachen sind für deine Beschwerden oder was die waren? Waren das einfach physiologische Dinge von den Wechseljahren oder waren da noch andere Themen? Du hattest vorhin nämlich auch gesagt, du hast das Gefühl gehabt, dass du so in deiner Bewusstseinsentwicklung etwas gestockt gewesen wärst. Ja, genau. Also das waren sicherlich vom Alter her oder von diesem Hormonübergang Beschwerden. Aber teilweise waren da auch was mit dem Bewusstsein zusammenhängt. Ja? Wo man sich da falsch gedacht hat in bestimmte Situationen, wo man umdenken musste oder viel verändern musste im Leben auf jeden Fall. Weil meine Überzeugung ist, dass diese Beschwerden auch immer verschwinden, wenn man einen Bewusstseinsschritt gemacht hat. Dann bessert sich das also allgemein. Als du den Auftrag gegeben hast, hattest du den nur für dich gegeben oder hattest du auch für Familie oder Verwandte oder Haustiere oder irgendwas mit dabei? Wie war das? Ja, also ich habe es auch für Familie. Ich habe inzwischen auch schon zweiten und dritten Auftrag. Ja. Immer wenn ich jemanden finde, der starke Beschwerden hat, ne, dann war das auch... Magst du da mal ein, zwei Beispiele erzählen? Ja, würde ich gerne sagen. Auch wenn es nicht dich persönlich betrifft, aber wo du... Genau. Denn die wissen wahrscheinlich gar nichts vom Auftrag. Nicht? Ja, manche wissen es, manche wissen es nicht. Wenn du da einfach mal ein, zwei Beispiele also erzählst. Also das war... eine Frau, 90 Jahre, die hatte Herzinfarkt und durch wenig Beweglichkeit einfach stieg ihr Wasser zum Herzen und zur Lunge und hat sie, dann kriegen die so einen Husten, der nicht zu stoppen ist und sie hat auch schon Sauerstoff genommen und das war mehr oder weniger ein guter Fall, weil dieser Sauerstoff reichte nicht aus. Und da habe ich den Sananda beauftragt und schon bei der ersten E-Mail über Nacht war der Husten weg. Also da ging es enorm schnell. Also da war ich auch perplex. Und innerhalb von 3 Tagen brauchten sie dann kein Sauerstoffgerät mehr. Ja? Und wie geht es der Dame heute? Und
Also die ging es besser nach der Behandlung, eben so lange wie die gedauert hat. Sie konnte sich dann auch besser bewegen. Mhm. Und so war, aber heute, die ist leider schon gestorben. Ist verstorben, das heißt, aber das ist ja eine Altersfrage. Ja, ja, genau. Also das war praktisch schon nur eine Hilfe. Ich habe das als Hilfe angesehen, bevor man rübergeht, dass man noch zu Hause bleiben kann und noch... Und bei ihr ja offenbar weiter. Ganz schnell, während es bei dir eher schrittweise war, sagtest ja, du, ja, nicht? Ja, und gibt es noch ein zweites Beispiel, was du sagen kannst? Ja, also ich versuche auch den Menschen in Tschechien zu helfen, auseinander, die da sehr viel offen sind und diese Kreaturen, die er beschreibt, eben sehen oder spüren und erzählen mir, was also die machen. Also diese Wesenheiten, Kreaturen, ja. Die er eben beschreibt und was die alles machen, dass die Menschen manipulieren und ärgern und so weiter. Mhm. Und wenn die mir das erzählen, dann versuche ich eben denen zu helfen und vermittle dann so einen Auftrag oder ich gebe es in Auftrag und übersetze diese Texte, dass die das eben auch für sich und machen können. Und was ist da für Rückmeldung, soweit du weißt? Ja, das ist dann, das hat sich dann beruhigt, die sind dann befreit. Also wenn die das regelmäßig machen, ist alles total dann super. Ja. Würdest du anderen Menschen zueinander empfehlen? Ja, also auf jeden Fall, wenn sie bestimmte solche Schwierigkeiten haben, das mache ich eben, wie schon gesagt, wenn ich sehe, die kommen nicht mehr weiter, die kommen da nicht zurecht mit der Situation, eben mit diesen Kreaturenwesen, eben die sie da permanent belästigen und ärgern, das auf jeden Fall. Die Menschen müssen auch dafür offen sein und müssen selber, sage ich mal, so einen Wunsch haben. Sie müssen selber einen Beitrag leisten für die Veränderung. So sehe ich das, ja. Weil bei anderen Menschen auch, ich habe auch Menschen beauftragt, die das nicht wissen. Gut, ist ja klar, kleine Kinder oder Menschen, die nicht so offen sind, aber eben zu der Familie gehören. Und gibt es da irgendein Beispiel zum Schluss, was du sagen kannst, was sich da verändert hat? Von einem Menschen, entweder einem Kind oder einem Verwandten, der nichts davon weiß? Also ich möchte zum Beispiel noch aufhören bei einer Frau, 31 Jahre, die hat eine Frühgeburt schon gehabt und es waren bei ihren Tieren, die hat Pferde gehabt, da hat der Fohlen ist nach einem Tag gestorben, nach der Geburt und die Stute nach 3 Tagen gestorben, auf Krebs und so. Und die haben wir da auch reingenommen und das ist, den Tieren geht es wesentlich besser. Es war jetzt bis jetzt noch keine neue Geburt da, kann man jetzt nicht sagen, wie das weiter funktioniert, aber die gedeihen viel besser, die Tiere auch. Ne? Und eben so eine Wiederholungen sind einfach so ein Zeichen, man muss da was unternehmen. Das sind Menschen eben, die das nicht wissen, aber da machen eben die anderen Familienangehörigen das für die. Prima. Die Texte. Ich sage danke sehr. Ja, danke vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute. Ja, danke. Kerstin, grüß Gott. Vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Norddeutschland hier heruntergefunden hast zum Bodensee. Danke. Danke auch, dass du den Mut hast, vor der Kamera darüber zu sprechen. Meine erste Frage lautet, was war der Grund, was waren die Beschwerden oder Probleme, warum du dich überhaupt später dann aneinander gewandt hast? Ich habe vor 20 Jahren einen Konfliktschock erlitten. Da ist mein Ex-Mann aus der Wohnung von einem auf den anderen Tag ausgezogen. Danach bekam ich Lendenwirbelschmerzen, aber richtig starke, und Blasenbrennen. So, dass ich mich im Auto hinlegen musste, eine halbe Stunde vom Einkaufen. Ich konnte mit den Kindern nicht nach Hause fahren. Und du bist sicher zum Arzt gegangen, die konnten dir nicht helfen? Nee, die haben das festgestellt, Orthopäde, was weiß ich, wo ich überall war. Ja, sie können ihnen das nicht gerade machen, Wirbelsäule. Ich habe Skoliose. Na gut, die Skoliose ist die eine Sache. Du sagtest aber auch Blasenbrennen, da war auch kein Mittel oder keine Hilfe. Nein, ich habe Sport gemacht. Mhm. Ich habe Sport gemacht. Und dann traten diese Blasenbrennen, die traten dann auf 2013 immer noch mehr verstärkt. Mhm. 2015 wurde es ganz schlimm. Und diese Lendenwirbelschmerzen, die waren auch 2007 ganz schlimm. Und 2009 ganz schlimm. Und
ab 2013 wurde es immer noch schlimmer. Und wie bist du dann zueinander gekommen? Wie hast du ihn gefunden? Ich habe Alternativmedien durchgeschaut, da habe ich ihn entdeckt und ich denke, ich mache das, das einfach du. Jetzt. Ich schreibe ihn an. Und wann war das ungefähr, vor wie vielen Jahren? Das war im Januar 2016. 2016 sind also jetzt gute zwei Jahre her, zwei Jahre, zwei ja. Vierteljahre oder so. Als du den ersten Auftrag gegeben hast, was war danach? Was hast du bemerkt? Hast du überhaupt was bemerkt? Doch, ich habe, wo ich die erste E-Mail weggeschickt habe, kam sofort positive Energien aus meinem PC raus. Das hat mir richtig überschüttet. Und dann kam richtig Heilenergien. Ich habe es gespürt. Ach. Ja. Und war dann, das beim ersten Auftrag oder bei der ersten Kontaktaufnahme? Kontaktaufnahme mit ihm. Aha, da war noch gar keine Überweisung und noch gar kein offizieller Auftrag. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entschlossen hast, ich schicke eine E-Mail an Indigo Spirit, an den Zananda, hast du schon gemerkt, es rührt sich was. Ja, aber richtig. Das hast du auch physisch gemerkt, offenbar. Ja, so wie du es beschreibst. Körper. Ja. Die ganzen Energien gingen schon am Körper lang. Aha, und wie ging es weiter? Ja, und dann habe ich dann den Auftrag erteilt. Er hat dann habe ich bezahlt und dann ging es erst richtig los. Aha. Zwei Tage später konnte ich ohne Beschwerden, ohne Humpeln gehen draußen. Aha. Da habe ich mich so gefreut drüber. Vorher habe ich gehumpelt. Ja, klar. Schmerzen. Werden sich deine Kinder auch gewundert haben. Ja. Und dann 7 Tage später. Ich hatte ja 2014 auch noch Juckreiz bekommen, habe hier und da eine Unterschenkel. Das war nach 7 Tagen weg. Aber die Binden musste ich noch tragen, 10 Monate, wegen der Schuppen. Das war diese Sache von der ersten Behandlung. Und dann habe ich eine Nachbehandlung gemacht, weil wieder neue Situationen kamen. Ja. Ich habe meinen Enkel alleine, den ziehe ich auf. Seit 2014 und jetzt kam natürlich diese Schulzeit. Genau. September voriges Jahr. Ich denke, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Das packe ich doch alles gar nicht. Aha. Was mache ich? Dann war da Einschulung und all diese Sachen? Ja. Der Termin wurde immer knapper. Und ich denke, das schaffe ich überhaupt, das packe ich da gar nicht. Wie soll ich das alles schaffen? Ich muss doch fit sein. Ich muss ja früh um 6 aufstehen. Dann muss ich Stullen machen, Essen kochen, alles. Dann habe ich ihn angeschrieben. Und danach war super. Ich bin so fit geworden, kann ich mir vorstellen. Das Kind, wo vorher ich rufen musste, bleib stehen. Ich kam mich noch nicht hinterher, weil mir das weh tat im Kreuz. Der muss jetzt hinterher laufen hinter mir. Ah, du bist vorne dran. Das ist aber schön. Und wie geht's dir jetzt? Der ist super. Der ist ganz super. Ganz lieb geworden. Der war vorher, hat immer nicht gehört oder so. Ja. Jetzt ganz klasse. Was glaubst du, was steckt hinter deinen Beschwerden? War das dieser Konfliktschock oder gab es auch andere Gründe, was du meinst, was also jetzt weiß dich ich da ja, dass das hat? Zwei Gründe sind, dieser Konfliktschock und Konfliktschock. Ja, der Konfliktschock mit den physischen Wirkungen. Und ja. auch das Negative, was ich jetzt weiß, diese negativen Gedanken. Immer wenn ich im Zeitdruck war, kamen dann immer noch diese negativen Gedanken dazu. Würdest du anderen Menschen Sananda empfehlen? Ja, auf alle Fälle. Er macht genau das, was man fragt. Aha. Er arbeitet das ab, ja. Gibt es noch was, Kerstin, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du gerne Menschen mitteilen würdest aus deiner Erfahrung? Dass ich feinfühliger geworden bin durch diese Behandlung. Ich kann viel, viel mehr spüren. Mhm. Ich merke auch diese Energien an mir, diese positive Wesenheiten merke ich an mir. Mhm. Ich fühle mich beschützt, das kann ich sagen. Was wollte ich noch sagen? Diese Shambhala-Energie, die ich jetzt seit neuestem aufsage, ist sowas Wunderbares. Ich schaffe alles. Schön. Alles, was ich mir vorgenommen habe am Tag. Angefangen frühs, Kind zur Schule bringen, Essen kochen, Schularbeiten, Katze verpflegen, Haus, Wohnung sauber machen, einkaufen. Da geht das immer so weiter.
Nachtgeschichte erzählen. Und dann lese ich ja auch dennoch die Gebete auch noch. Das muss ich auch noch mal zweimal machen am Tag. Ja. Dann telefoniere ich die vielleicht noch mit meinen Kindern. Die machst du schon weiter, die Gebete und Verfügungen. Das mache ich zweimal am Tag, ja, bevor das Kind aus dem Haus geht. Mhm. Und wenn es wiederkommt, mache ich es auch noch mal. Sehr so, schön. So, dann ist es auf einmal 23:30 abends. Dann bin ich toll. Der Tag fertig. Das ist wirklich schön, dass du anderen Menschen dadurch Mut gemacht hast. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, Gabi. Dankeschön. Sananda, dies ist dein viertes sogenanntes Sananda-Treffen. Letztes Mal hattest du rund 400 Menschen in einem Saal in München. Dieses Mal hast du dich wieder verkleinert. Warum wolltest du kein noch größeres Treffen? Was sind deine Beweggründe, wieder hierher an diesen romantischen Ort zurückzukehren, wie einst schon einmal? Und werden die Menschen da draußen einmal die Gelegenheit erhalten, dich wieder auf einer Bühne zu sehen, dich persönlich einmal wieder live und von nahem erleben zu dürfen? Ich hatte nach Hochrechnungen über 1500 Anmeldungen für so ein großes Treffen, Sanandatreffen. Es gab Kapazitätsprobleme und es war mir persönlich ehrlich gesagt auch zu stressig, weil ich das ja alles alleine bewältigen muss, weil ich ja alle Teilnehmer vorher checken muss und auch die Anmeldungen alleine mache und die ganzen Überprüfungen. Und das ist ein riesen Zeitaufwand. Also ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Daten in fremde Hände kommen. Also ich möchte nicht, dass irgendeine Agentur das für mich macht. Das wäre ein leichtes zu tun für mich, aber das möchte ich eben nicht, weil ich nicht möchte, dass die Daten von meinen Kunden in falsche Hände kommen. Aus Grund von diesen Zeitkapazitätsproblemen habe ich mich einfach entschieden, wieder zurückzugehen, wieder mich zu verkleinern und back to the roots. Nämlich um das, was es wirklich geht. Es geht um den einzelnen Kunden, um den einzelnen Klienten. Es geht um den einzelnen Menschen. Es geht um Erkenntnisse, die die Menschen sammeln sollen. Es geht um Botschaften, die ich verbreiten möchte. Und es geht nicht darum, ob ich jetzt auf einer Bühne stehe oder nicht, weil das ist nur ein temporärer Zustand. Dann sieht man mich mal ganz kurz. Und ob da jetzt so viel erreicht wird, mag ich zu bezweifeln. Ich denke, dass ich so viel mehr Leute erreichen kann, wenn sie sehen, was möglich ist, wenn man sein Leben in die eigene Hand nimmt und von Grund auf ändert. Und das ist ja auch mein Bestreben, nicht hier auf der Bühne den Hampelmann zu spielen, wie es manche tun, um das Ego zu befriedigen, wie toll man ist, was man doch alles weiß. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, die Menschen zu erreichen und den Kern des Menschen zu erreichen, dass sie sich von Grund auf Gedanken machen über ihr Sein, wer sie wirklich sind, warum sie hier sind und dass sie meine Botschaften verstehen. Und das kann ich auch tun, wenn ich ganz alleine vor einer Kamera bin. Da brauche ich keine 1500 oder 2000 Menschen in der Halle. Ob ich natürlich dann irgendwann das nochmal tun werde, warte ich mal ab, wie sich die nächsten 2 Jahre so entwickeln draußen. Und ich will es aber nicht ausschließen, dass es vielleicht nochmal passiert. Liebe Ulrike, herzlich willkommen vom östlichen Bodensee. Der Weg war nicht so weit. Die Frage, die ich jedem stelle, warum sind Sie überhaupt zu Sananda gekommen? Welche Beschwerden, Probleme oder Nöte hatten Sie? Denn Sie sehen so glücklich aus, Sie sehen so strahlend und blühende Gesundheit aus und so lebendig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Sie je Probleme gehabt hätten. Ja, super, genau. Das Strahlen und das Glücklichsein kommt durch die Behandlung von Sananda. Ganz klar, ja, genau. Und ich hatte jetzt Probleme anderer Art. Ich hatte extrem große Probleme mit Angriffen auf meine Finanzen. Also Angriffe auf mein Einkommen ganz konkret. Aha. Ja. Genau, dazu muss ich erzählen, ich bin seit 23 Jahren eine ganz freie Finanzberaterin. Mhm. Also ich bin gar nicht eingebunden an irgendwelche Institutionen, Banken oder Versicherungen, sondern berate einfach mit meinem Know-how. Ja. Mhm. Ja. Und da haben sich dann in
den letzten 10 Jahren haben sich dann plötzlich Scharen, also gefühlte Scharen von organisierten Rechtsanwälten auf den Weg gemacht. Uns freie Berater. So mit Abmahnungen oder was? Abmahnungen bis hin zu Klagen. Ach. Bis zu Klagen, die haben dann irgendeinen Menschen gefunden. Einen Vorwand. Einen Vorwand, ja. Also ein konstruierter Vorwand, ja. Wo dann irgendwelche Dinge verschoben wurden oder schlichtweg anders behauptet wurden, als sie stattgefunden hatten. Also schon organisiert oder als Angriff. Und da ging das dann immer tatsächlich um Schadensersatzklagen. Oh Gott. Ja, genau. Das ist ja fast existenzgefährdend. Das war bei mir existenzgefährdend, ja. Und wie sind Sie dann nun aufeinander gekommen und wann war das ungefähr? Also ich war in großer Not, ja. Ganz großer Not. Die Angriffe hatten nochmal wieder zugenommen. Mhm. Ja. Und dann bin ich über einen Hinweis in einem kleinen Bio-Café, hat mich jemand auf Internet Informationen aufmerksam gemacht generell. Und da bin ich dann Gott sei Dank und zum großen Glück auf ein Interview von Ihnen mit Sananda gestoßen. Wann war das ungefähr? Das war vor 2 Jahren. Und was hat sich denn getan, als Sie sich zum ersten Mal an Sananda gewandt hatten, entweder mit der ersten E-Mail oder mit dem Auftrag? Also mit dem Auftrag war es so, als ich die Rückbestätigung hatte, also bezahlt und die Rückbestätigung, habe ich schon eine Erleichterung gespürt. Also mir ging es einfach mental besser. Mental einfach. Wirklich am selben Tag ja, oder in also derselben Woche? Ja, also mit derselben E-Mail, ja. Ah, mit derselben E-Mail? Mit der Bestätigungs-E-Mail, ja. Ah ja. Genau, ja. Aha. Und was kam danach? Was hat sich dann ja, getan? Er hat ja auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es dann einige Wochen dauern könnte. Mhm. Und das habe ich einfach so akzeptiert und so ernst genommen, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, muss ich eben warten oder jetzt gucke ich mal, ja. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich muss mich aus dem Beruf rausnehmen und hatte mich dann für eine Woche in die Berge zurückgezogen. Also Sie haben einfach mal eine Auszeit genommen? Ja, ich habe dann einfach, also auch zu einer Zeit, wo ich sonst nicht gerade in Urlaub ginge, also es war im November, das ist ja nicht der klassische Urlaubsmonat, hatte ich mich dann in die Berge zurückgezogen für eine Woche. Habe einfach gedacht, ich erhole mich. Mhm. Ja. Und an dem Tag, am letzten Tag, als ich dort war, war dann irgendwie eine Erleichterung. Aber ich habe sie nicht einordnen können, weil ich wusste ja nicht die Wirkung. Oder? Ja. Aber es war eine deutliche Erleichterung. Und als ich dann zu Hause ankam, hatte ich die Rückmeldung von Sananda, dass jetzt die Behandlung stattgefunden hatte. Aha. Ja. Und was hat sich seither ergeben? Gab es eine Veränderung für Sie bisher? Ja, es gab eine deutliche Veränderung. Ich habe wirklich, Gott sei Dank, zum Glück keine weiteren Klagen jetzt mehr gekriegt. Also bin ich ganz, ganz, ganz froh. Und ich selber fühle mich sehr aufgewacht. Und wie ist es rein geschäftlich für Sie jetzt seither gegangen? Es ist deutlich leichter geworden, besser. Und ich fühle mich sogar angebunden, also göttlich angebunden in meinen Beratungsgesprächen. Weil ich jetzt, muss ich vielleicht dazu sagen, zur Erklärung, ich verkaufe keine Produkte, sondern ich versuche meinen Kunden bei den Themen, mit denen sie zu mir kommen, zu helfen. Also sie praktisch neutral, ist ein strapaziertes Wort, aber einfach neutral zu sehen, was sie verändern können, damit deren Finanzen wieder leichter laufen. Mhm. Und diese Arbeit ist besser geworden. Sehr gut, Ulrike. Ich habe dann schon noch die Frage, was glauben Sie denn, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass Sie und andere da so von Klagewellen und von eher wohl zwielichtigen Rechtsanwälten da verfolgt worden sind. Ist das was rein diesseitiges oder hat man das Gefühl, dass das auch was mit anderen Kräften zu tun hat? Ich frage nur nach Ihrem Gefühl, nicht nach Ihrem konkreten Wissen. Also mein Gefühl ist in der Zwischenzeit sehr eindeutig. Ja, es hat sicherlich mit sehr, sehr, sehr dunklen Mächten zu tun. Mhm. Ja, weil in vielen Finanzverträgen das für mich in der Zwischenzeit deutlich zu erkennen ist, dass einfach nur Geld abgezogen wird von den Leuten woanders hin. Mhm. Also nicht mehr als Rückfluss zu den Leuten, sondern es einfach rausgenommen wird aus der Person, ja. Ja, die Energie aus der Person herausgezogen wird und woanders gebunkert wird. So.
Das ist interessant. Sie haben erst gesagt Geld und jetzt haben Sie gesagt Energie. Mhm. Das heißt, Sie spüren, dass da ein eigentümlicher Zusammenhang ist, ne? Ja, also für mich ist er in der Zwischenzeit, er war eigentümlich, das ist richtig, in der Zwischenzeit ist er für mich sehr konkret. Ja. Ich sehe es in der Zwischenzeit so, wir in unserem System bekommen ja für unsere Arbeit Geld. Ja. Ja, und in der Arbeit steckt meine Energie oder steckt die Energie von jedem, oder? Und dann wird es eben in Geld ausgedrückt. Genau. Und deswegen steckt in jeder Geldsumme steckt Energie drin von irgendjemandem. Ja. Ja. Würden Sie es einander, anderen Menschen empfehlen? Auf jeden Fall, unbedingt, ja. Also ich wünsche mir, die ganze Welt würde es einander sehen und hören und sich behandeln lassen. Ja, würde ich mir wünschen. Dann sage ich danke sehr, Ulrike, und ich darf Ihnen von Herzen weiterhin viel Glück und viel Erfolg wünschen. Oh, das nehme ich alles gerne mit. Liebe. Dankeschön. Gerne. Dank. Wiederschauen. Dankeschön. Liebe Maria, danke, dass du zu uns gekommen bist. Du hattest keinen allzu weiten Weg aus dem Raum Böblingen. Maria, was für ein Thema oder Beschwerde oder Problem hast du gehabt, warum du überhaupt mal dran gedacht hast, dich an Sananda zu wenden? Bei mir war es mein kleiner Sohn damals. Wie alt war der? Der war damals 3,5. Mhm. Und da wurde ich von vielen Leuten angesprochen und natürlich habe ich es auch selber gemerkt, dass er sehr aggressiv ist und sehr aktiv und also ein richtiges Problemkind, sagen wir mal. Okay. Ja, in der Nacht viele Schreiattacken und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Du warst sicher aber auch mal beim Kinderarzt oder so und da gab es keine Hilfen oder Hinweise, die gewirkt hätten? Nee. Also wenn, dann kommt ja eigentlich nur Ritalin in allen Frage. Oh und Gott, das, in dem Alter schon Ritalin? Das hat uns der Kinderarzt zwar nicht gesagt, aber das habe ich von anderen gehört, dass bei solchen Kindern eigentlich nur, dass nur sowas hilft. Also gedämpft. Genau, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ja. Und ja. Wann hast du dich an Sananda gewandt? Ungefähr? Vor wie vielen Monaten oder Jahren? Und wie bist du auf ihn überhaupt gekommen? Das war letztes Jahr im September, das weiß ich noch ganz genau. Und auf ihn gekommen bin ich eigentlich durch das Internet, Welt im Wandel TV. Mhm. Also ich hatte davor überhaupt nicht mit so etwas zu tun. Also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr ist es her. Genau. Und als du dann dich an Sananda gewandt hast, die erste E-Mail geschickt hat oder den Auftrag gegeben hast, was hat sich getan? Was hast du beobachtet? Also ich habe das eigentlich sofort gemerkt, dass mein Kind irgendwie wie ausgewechselt war. Ja? Was heißt sofort? Als du die erste E-Mail geschickt hast oder den Auftrag geschickt hast? Also ich sag mal, so die nächsten paar Wochen habe ich das schon gemerkt, dass die Schreiattacken waren weg. Und ach, aus heiterem Himmel sozusagen. Ja, wirklich. Und das war ein... Natürlich ist es immer noch ein aktiver Junge und das ist ja auch schön so, aber es ist kein Vergleich zu vorher. Also man kann gar nicht sagen, dass es ein aggressives Kind ist oder irgendetwas. Aha. Also. Das heißt, es hat sich für dich deutlich verbessert deutlich verbessert. Ja. Hast du einen Einzelauftrag gegeben oder hattest du gleich ein Paket für Familie oder Freunde oder Tiere oder so? Oder was? Wie war es bei dir? Ja, ich habe ein Familienpaket gemacht für alle dann. Und habe dann aber bei mir auch eigentlich eine ganz große Veränderung gemerkt. Welche? Mehrere Monate erst im Nachhinein, so ungefähr 6 Monate später eigentlich zuerst. Und da habe ich gemerkt, dass ich, also ich war ja total der Fleischesser, ja. Also ich konnte ja jeden Tag Fleisch essen, ich kann das überhaupt nicht mehr. Das hat sich bei mir ein richtiger Sinneswandel ergeben. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe das schon, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen so sensibler generell einfach geworden bin. Und weil du sagtest, Familienpaket, dein Sohn wird es ja nicht gewusst haben, dass für ihn was gemacht wird, aber vielleicht deine anderen Angehörigen ja auch nicht. Hat sich bei denen denn was ergeben oder verändert, was du beobachtet hast? Nee, da leider nicht. Nur bei meinem Sohn habe ich es gemerkt und an mir selber. Ah ja. Aber an den anderen nicht. Aber das finde ich eigentlich schon bemerkenswert. Nein, das ist ja schon bemerkenswert. Dann sage ich ein ganz herzliches Danke sehr an der Stelle und wünsche dir und deinem Sohn alles Liebe und Gute. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Maria. Danke. Liebe Adelheid, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich auf dem Weg von Hessen hierher zu uns an Bodensee begeben hast. Adelheid, was war dein Thema, deine Probleme oder Gesundheitsbeschwerde, warum du überhaupt mal dran gedacht hattest, dich an Sananda zu wenden?
Ach, das ging letztes Jahr los. Ich konnte also nicht mehr richtig laufen mit der kompletten rechten Seite. Ich bin also immer eingeknickt und ich unterhielt mich mit meiner Schwester aus Österreich und die hat mir gesagt, das ist auseinander. Und da habe ich die Internetseite aufgemacht und habe, das ist es. Gut, bevor wir darauf kommen, ich will noch mal nachfragen. Wenn man plötzlich rechts einknickt und das Gehen nicht mehr so gut geht, bist du nicht zum Orthopäden gegangen oder zum Arzt? Nein, die ganze Zeit nicht, weil ich der Meinung war, die können da sowieso nicht helfen. Bin aber mittlerweile beim Arzt gewesen, also beim Orthopäden. Ja. Die haben einiges festgestellt, aber sie haben ja auch nicht mehr können da nicht helfen. Und was ist nun passiert? Denn ich habe ja gesehen, wie du hier reingekommen bist. Ja, du hast ja offenbar keine Mühe gehabt, obwohl du hier einen kleinen Hindernislauf machen musstest mit all den Stativen. Was ist denn passiert, als du dich aneinander gewandt hast bei der ersten E-Mail oder bei dem ersten Auftrag? Oder was hat sich verändert? Es hat sich sehr wohl verändert. Ich habe gemerkt, dass auf einmal alles besser geworden ist. Ich hatte auch einmal wieder, also dass es einmal wieder schlechter geworden ist, aber seit letztes Jahr geht es nur mal bergauf. Aha. Also ich merke das eigentlich auch von Woche zu Woche, was mir letzte Woche noch mehr wehgetan hat, wo ich Schmerzen hatte und diese Woche nicht mehr. Also wenn ich dich richtig verstehe, es hat ein Heilungsgeschehen sofort sich angekündigt und eingesetzt. Ja. Und das setzt sich jetzt fort, wenn ich dich richtig verstehe. Ganz genau. Also ich habe also nachts nicht mehr liegen können. Selbst im Liegen ging es nicht mehr? Nein, ich bin fast ein halbes Jahr nur gesessen im Bett. Ach. Weil jedes Mal, die ganze rechte Seite, hat vom Rücken her bis runtergezogen. Was glaubst du denn, woher diese Beschwerden kommen? Hat der Orthopäde was feststellen können oder hast du ein Gefühl dafür? Er hat zwar einiges festgestellt, ja, aber ich denke mir, das kann man selber ändern. Das heißt, der wahre Grund ist nicht so klar ersichtlich. Machst du denn weiter jetzt die Gebete und Verfügung? Wendest du die jetzt an? Ich wende die jeden Tag an. Also jeden Tag stehe ich eine Stunde früher auf und dann ist das nur für meine Gebete. Dann gehe ich zur Arbeit, wenn ich arbeiten gehen sollte. Also ich gehe dreimal die Woche arbeiten und den Rest mache ich abends. Also diese 9 bis 10. Darf ich fragen, was du arbeitest? Ich arbeite im Rechtsanwaltsbüro. Ah ja? Ja. Du musst ja sowohl geistig fit sein, wie auch einigermaßen körperlich in der Lage. Ja, ich habe jetzt immer festgestellt, ich laufe 3 Kilometer. Ach. Yeah. Tatsächlich, hast du mal mit gemessen und so weiter. Ja. Also die Uhr misst es und 3 Kilometer habe ich weg. Wenn du überlegst, wenn Menschen körperliche Probleme haben, ähnlicher Art wie du sie schilderst, würdest du das einander anderen Menschen empfehlen? Ja, ich habe es auch mittlerweile. Ah ja. Ich habe es mittlerweile schon etlichen Leuten empfohlen. Sie sollen sich das einmal durchlesen, wenn es was für sie wäre. Ich meine, man kann ja keine Menschen erzwingen, oder? Nein. Und dann, ich habe manche Leute schon dahin gebracht, ja. Hast du für dich einen Einzelauftrag gehabt oder hattest du so ein Paket oder Familienauftrag? Ich hatte zuerst einen Einzelauftrag gemacht und dann meine Familie, also mein Sohn und die Schwiegertochter. Und die haben was davon gewusst oder nichts gewusst? Nein, die haben nichts gewusst. Hast du eine Veränderung festgestellt? Ja, sie kriegen ein Baby. Ja, das hat alles in der Welt jetzt. Jetzt ist nicht der Heilige Geist, der hier über die Maria kommt, sondern Adelheid, sondern jetzt ist es der Sananda. Die kriegen wahrhaftig und das war genau die Zeit, wo ich den Auftrag gegeben habe. Es war wunderbar. Aha. Ich habe mich richtig gefreut. Na, das ist schön. Ja. Dann wünsche ich dir alles Liebe und Gute, liebe Adelheid, und auch deiner Familie und deinen Lieben. Grüße, liebe Doris, grüß dich, lieber Ulrich. Ihr seid aus der Bodensee-Gegend. Ich fange mit der Standardfrage an. Ihr seht blendend aus, ihr strahlt, ihr seht glücklich aus und gesund. Warum wenden sich Menschen wie ihr aneinander wegen Geistheilung? Was war da die Ursache? Die Ursache war, vor ungefähr, jetzt seit fast 3 Jahren, ist meine Mutter verstorben und wir hatten sehr heftige Auseinandersetzungen in meiner Herkunftsfamilie mit allen Varianten und ich war fix und fertig. Und zum gleichen Zeitpunkt hat er Aussetzer gehabt, totale Blackouts, Orientierungslosigkeit, Autobahnfahren, er
wo bin ich jetzt, war total weg. Also eigentlich geistige Aussetzer, die aber physische Auswirkungen haben. Genau. Und bei dir die Kämpfe, die wahrscheinlich psychisch-seelisch belastend waren. Genau. Mhm. Genau. Und wie seid ihr drauf gekommen? Warum seid ihr nicht zum Psychologen gegangen oder irgendwohin? Wie seid ihr auseinander gekommen dann? Das war, wir haben, jetzt kann ich nicht reden. Das macht nichts, dann sagt sie, lieber, das ist ganz normal. Wir haben uns vorhin, uns begegnet im Hotel, da floss alles, aber das ist doch normal, wenn man zusammen ist. Das ist doch ganz menschlich. Doris, wie seid ihr dann auf Sananda gekommen? Also, wie gesagt, da ich fix und alle war, da ich bei ihm, egal was wir besprochen haben, was gestern war, hat er nicht mehr gewusst. Ja. Und es ging ständig. Also es war ständig und er hat 1985 einen schweren Unfall gehabt mit Kopfverletzungen alle. Und dann war uns nicht klar, jeder hat gesagt, ihr müsst zum Arzt, da ist Demenz oder dies oder jenes. Also es kam von außen sehr viel. Wir gehen aber den Weg schon mit alle schon lang, den geistigen Weg. Aber ich habe nichts gewusst, ich habe keinen Helfer, nichts gewusst, wo ich hinwenden soll. Und dann habe ich Time to Do geschaut und habe Sananda gesehen. Und im ersten Moment denke ich, ja, das ist cool. Und dann haben wir das angehört, dann haben wir Bücher bestellt. Hab mir es dann auch angeschaut und war dann auch sofort begeistert. Aha. Und dann haben wir die Bücher bestellt und gleich verschlungen. Gut. Und wann habt ihr den ersten Kontakt gemacht denn über ungefähr? So zwei Wochen, drei Wochen vorher, später. Nach dem Bücherkauf. Wie lange ist das jetzt her? September letztes Jahr. Gut, September, halbes, dreiviertel Jahr. Ja, genau. Und was ist dann passiert, nachdem ihr den ersten Kontakt gemacht habt oder den Auftrag gegeben habt? Also mir ging es leichter. Ich habe gemerkt, dass ich eine schwere Last von der Schulter genommen. Mir ging es besser. Ich habe bei ihm bemerkt, weil er es gar nicht gemerkt hat, dass er, was um ihn herum war, dass er außer Zeit war. Ja. Und durch die Gebete, die Ablösungen, alles, machen wir immer noch regelmäßig. Die macht er regelmäßig. Regelmäßig. Und, Gebete und Verfügung. Genau. Und er hat dann mit der Zeit, so nach zwei, drei Wochen ungefähr, immer mehr gemerkt, was los ist. Dass wieder irgendwas an ihm hängt oder was dranhängt. Aha, Und ich habe dann nur noch gesagt, mach Ablösungen. Bei uns lief dann immer die Monate, mach Ablösungen. Hast die Ablösung gemacht. Aha, Und es funktioniert sehr gut, ne? Aha. Ich merke die Erleichterung. Und auch sehr schnell. Also es kommt sofort, kann man sagen. Ne? Wenn ich an die Shambhala-Energie denke, das bin ich nicht fertig mit Lesen. Verschüttelt es mich schon, geht schon alles durch den Körper durch. Also eigentlich so der erste Kontakt, schon der erste Bewusstseinskontakt, bewirkt schon, dass die Energie fließt. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und was bei mir dann noch ist, von dem Unfall her habe ich dann auch Probleme mit dem Hören, Gehörschaden und einen Tinnitus da im Ohr. Und was besser wurde, ist, dass ich auf dem Ohr besser höre jetzt seit der Behandlung von Sananda und dass der Tinnitus im Grunde genommen leiser ist, sodass die hohe Frequenzen besser durchkommen. Ne? Also das ist, ich höre viel besser Stereo jetzt mittlerweile. Das ist ganz gravierend. Habt ihr sozusagen Einzelauftrag gehabt oder Paket? Ein Paket. Wer war noch außer euch beiden im Paket? Also waren noch die zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Die haben aber nichts davon gewusst, oder? Drei wissen nichts davon und die eine Tochter, die auf dem Weg ist, die weiß es. Und bei den dreien, die nichts davon wissen oder gewusst haben, habt ihr da eine Veränderung gespürt? Also da die weiter weg wurden, ich merke, sie sind lockerer. Aha, also ich merke einfach, der Umgang ist, aber sie wissen nichts, weil ich wollte es sagen, aber es war noch nicht das Gehör dafür offen. Und die andere Tochter, die hat immer so einen chronischen Husten gehabt und hat zwei Zysten in der Gebärmutter gehabt. Und die sind nach zwei bis drei Wochen sind die abgegangen, der Husten ist weg. Und wenn sie jetzt hustet, wenn in der Firma zu viel ist und sie hustet, dann genau die Ablösungen, dann macht die das einfach, die
Verfügung Ach. Alles und dann ist es wieder gut. Das heißt, bei der einen Tochter gab es zwei konkrete, auch physische, physiologische, körperliche Beschwerden. Genau. Zysten in der Gebärmutter, die haben sich aufgelöst. Ja. Husten, der fast vorbei ist und ab und zu mit Auflösung oder Ablösung. Also das ist ja sehr handfest. Würdet ihr denn zueinander anderen Menschen empfehlen? Ihr seid ja nicht gerade 18 oder 20, sondern würdet ihr anderen, ich auch nicht mehr, würdet ihr denn anderen Menschen, ihr habt jüngere Kinder natürlich, würdet ihr anderen Menschen in eurem jugendlichen Alter und in meinem jugendlichen Alter denn zueinander empfehlen oder wie? Also ich rede offen immer drüber. Weil ich schon vor 20 Jahren mit Reinkarnation und mit dem Ganzen mich auseinandergesetzt habe und auch davon überzeugt bin. Und wo ich es dann da gehört habe, gelesen, war das, aha, genau, endlich spricht jemand Klartext. Und ja, ich sage es jedem. Gut. Und ich merke, wer es nicht hören will, da bin ich ganz schnell ruhig. Weil, und andere, die dann offen sind, die kriegen das gesagt. Oder ich sage dann, guck mal bei Time to Do rein, schaut mal. Also ich kann es nur empfehlen, weil es ist, es ist einfach schön. Und vor allem dieses Wissen, was dahinter steckt alles, das macht vieles leichter. Du meinst das Wissen auch mit Besetzungen? Von seinem da, was alles, genau, und mit den Wesen, mit den, was da alles so, was so kriecht und fleucht und macht, ist es wirklich... Es ist ganz schön zu sehen. Als ihr vorhin über die Vergangenheit gesprochen habt, hat man am Gesicht gesehen, ja, das ist die Erinnerung. Und jetzt sprecht ihr über das, was jetzt ist, und da strahlt ihr wieder. Ja. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute, viel Segen weiter für die gesamte Familie und macht weiter so. Ihr seid ganz tolle Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Sananda. Du hast unglaublichen Erfolg. Du hast unfassbar viele Anfragen von Menschen aus aller Welt. Du hast schon vielen Zehntausenden Menschen und auch Tieren zu einem besseren Leben verholfen. Hand aufs Herz. Hast du zu Beginn deiner Tätigkeit als Geistheiler mit so einem gigantischen Erfolg gerechnet? Gute Frage. Habe ich mir auch schon oft gestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dermaßen erfolgreich werde. Ich glaube, mir wäre es himmelangst geworden. Und ich wäre wahrscheinlich nie damals ins Schweizer Privatfernsehen gegangen, wenn ich das alles schon so gewusst hätte, was ich heute weiß, auch verbunden mit den ganzen Angriffen, die ich erleben musste und immer noch muss. Weil Erfolg bringt ja immer auch Neider mit sich. Und das muss ich leider sehr hart spüren. Aber das ist... ein Nebeneffekt, den muss man einfach einkalkulieren oder beziehungsweise damit muss man einfach leben und umgehen können. Das musste ich auch lernen, damit umzugehen. Und der Erfolg, an den habe ich mich noch nicht gewöhnt, in dem Sinne, weil ich noch gar nicht die Zeit hatte, den zu genießen. Weil ich immer arbeite, ich arbeite 7 Tage in der Woche. Natürlich nicht jede Stunde, aber schon einen Großteil des Tages arbeite ich, weil es für mich keine Arbeit ist. Was ich hier mache, auf der Erde ist ein Job, das heißt, ich habe eine Aufgabe, eine Bestimmung und die ist es, Menschen und Tiere mit Gottes Hilfe zu heilen, zu behandeln und Menschen zu erwecken, hauptsächlich Indigos und positive Sternensaaten. Wegen denen bin ich hier, um die zurückzuholen. Das heißt, durch meine pure Anwesenheit, durch die Energie, die die Menschen spüren, wenn sie ein Video von mir angucken, oder wenn sie auf meiner Webseite sind, werden schon viele Menschen geheilt. Das ist eine Sache der Energie. Ich habe Dutzende Feedbacks von Menschen, die mir schreiben, dass sie alleine schon durch das Anklicken meiner Webseite eine Spontanheilung hatten. Oder wenn sie ein Video von mir angeschaut haben oder wenn sie von mir ein Buch gelesen haben. Die habe ich natürlich nicht als Klienten, aber das macht mir auch gar nichts aus. Im Gegenteil, ich freue mich um jeden, der einfach so ohne großes Zutun befreit wird von seinen Blockaden und Besetzungen und von seinen Krankheiten, in Anführungszeichen. Und mit dem Erfolg als solches habe ich nie gerechnet. Mittlerweile habe ich Anfragen aus über 20 Ländern, ich habe es nicht gezählt.
Viele kann ich gar nicht beantworten, weil ich die Sprache nicht verstehe. Die müssen mir in Deutsch eine Anfrage stellen, anders geht's nicht. Und ich habe mit dem Erfolg nie im Leben gerechnet, bin aber dankbar dafür. Aber meine Intention ist es nicht, der erfolgreichste und berühmteste und reichste Heiler der Welt zu werden. Das ist nicht mein Ziel, weil da, wo ich mal hingehe, kann ich das alles nicht mitnehmen und möchte ich auch nicht mitnehmen. Ich möchte meine Bestimmung erleben und leben, meine Bestimmung, die ich habe. Und die hat ein ganz klarer Auftrag, nämlich die Menschen zu erwecken, die richtigen Menschen zu erwecken, die richtigen Menschen anzusprechen und die richtigen Menschen aufzuwecken, damit sie die richtigen Erkenntnisse bekommen können, damit sie im Bewusstsein, in der Schwingung steigen können. Und das kann ich schon alleine durch die Energie, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, es ist eigentlich unerheblich, was ich letztendlich genau tue, habe ich festgestellt, es ist eine Energiesache, es funktioniert nur mit meiner Energie. Und es funktioniert auf die Entfernung, auf die größte Entfernung. Es funktioniert in dem Moment, wo ich mich verbinde mit dem Klienten, funktioniert es. Was ich dann letztendlich sage, ist unerheblich. Und letztendlich ist der Erfolg ein Nebenprodukt meiner Arbeit, dass ich jetzt schon fast an die 100.000 Behandelte habe, also nicht Aufträge, sondern Behandelte, verwechseln ja viele, mit dem habe ich nie im Leben gerechnet. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so meine Energie abchecke, habe ich das Gefühl, dass es gerade erst anfängt. Ja, es gibt kein Unheilbar. Unheilbarkeit ist eine These der Pharmaindustrie und der Schulmedizin. Sananda beweist durch seine Erfolge eindeutig, dass die gängige Meinung der Schulmedizin nicht länger haltbar ist. Er sagt nicht, dass er jeden heilen kann oder dass jeder Mensch von jeder Krankheit heilbar ist. Sicher gibt es Schicksale, deren leider negativer Ausgang vorherbestimmt ist, wo kein Arzt der Welt und auch kein Geistheiler der Welt etwas ausrichten kann. Jedoch gibt uns Sananda Mut und Hoffnung, niemals den Glauben an uns, an ein Wunder und an ein besseres schmerzfreies Leben aufzugeben. Er gibt uns die Kraft und den Glauben an unsere eigenen Selbstheilungskräfte zurück und lehrt uns auch wieder den Glauben an Wunder und die Liebe zu einer unsichtbaren göttlichen Macht, die uns beisteht, wenn wir es wollen und auch zulassen. Schön, dass es Menschen wie ihn gibt, die ihr Leben in den Dienst der Menschheit stellen und allen Angriffen und Diffamierungen trotzen. Wir wünschen dir weiterhin viel Kraft und Gottes Segen, Sananda. Mögen noch sehr viele Menschen und Tiere deine göttliche Liebe erfahren dürfen. Danke, Sananda. Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Band 1, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Band 2, Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net